Hallo, ich begrüße euch alle zum jetzigen Livestream. Wir sind noch am Teams vorbereiten und dann geht's dann bald los. Also für alle, die jetzt schon im YouTube drin sind, wir bereiten uns in Teams vor. Ihr könnt dann gerne dazukommen und es geht in wenigen Minuten los. Das heißt, du kannst live schalten. Herzlich willkommen allen euch allen, die sich heute hier zu unserem Blockchain-Meetup Saxony Nummer 45 eingefunden haben. Mein Name ist Ralf Knobloch. Ich habe dieses Meetup gegründet. Herzlich willkommen. Und wir beginnen schon mal heute, und zwar wie immer, was heißt wie immer, es ist ja schon ein bisschen Tradition, dass wir das Meetup kurz vorstellen, dass wir eine Vorstellungsrunde machen. Unser Blockchain-Meetup Saxony, gegründet 2015, Ende, Anfang 2016. Von mir, Ralf Knobloch, und ja, ich habe das Organisationsteam dann erweitert. Wir sind jetzt 5 Mann. Das sind der Alex Ebeling, der Johannes, der Arno und Alex Kühne und Markus Büch. Wir sind alle irgendwie im Kryptospace unterwegs, beruflich, freiberuflich beziehungsweise interessensmäßig. Und ja, ich habe das Organisationsteam. Wir haben jetzt 1215 Mitglieder im Meetup, sind eine öffentliche Gruppe, jeder kann sich da anmelden. Wir führen dieses Blockchain-Meetup monatlich durch, jetzt durch Corona. Als Online-Meetup, wie lange noch, werden wir sehen. Ansonsten immer der erste Mittwoch im Monat, so wie heute, der erste Mai-Mittwoch im Monat. Und wir haben auch einen Slack-Channel, da kann man sich anmelden über https://saxonyheroicgrowup.com oder unser Meetup, auch unter Meetup zu finden, Blockchain Meetup Saxony. Und
Ja, im Normalfall, wenn wir uns wieder treffen können, haben wir auch noch ein Hands-on, nennen wir das, wo wir tieftechnische Dinge vielleicht auch ein bisschen gemeinsam programmieren tun. Das haben wir, das ruht zurzeit, das Hands-on, aber einmal im Monat, das Treffen ist relativ rege. Und Und ja, im wir Normalfall, beginnen wenn mit wir der uns wieder treffen Agenda. können, haben wir auch Die, noch der heutige einzige geplante Vortrag ist Ethereum 2.0, Deep Dive, Ausblick auf die Zukunft und Skalierungsmöglichkeiten von Ethereum 2.0 durch Christoph Jentsch. Christoph, bekannt als der Creator der DAO, Gründer von Slockit und auch ehemals Mitglied der Ethereum Foundation. Wir werden heute einen sehr interessanten und tiefgehenden Vortrag hören, auch den Ausblick, wo geht es mit Ethereum 2.0 hin, was sind die Erwartungshaltungen. Und bevor wir sozusagen zu dem Vortrag kommen, wahrscheinlich angepeilt für 1920, 25 Start, machen wir das ja immer so, dass wir nochmal einen kurzen Rückblick über die letzten 4 Wochen, was ist Neues passiert, geben. Inklusive mal einen kleinen Krypto-Preisüberblick, der immer mal wieder interessant zu sein scheint. Und ja, das ist die vorgeschlagene Agenda. Da die Frage an das Auditorium oder Publikum, habt ihr, seht ihr weitere Themen oder wollt ihr weitere Themen vorschlagen, die wir in die Agenda heute mit aufnehmen? Das Meetup ist ja nicht nur für uns, sondern es ist für euch und mitmachen ist die Idee. Deshalb die Frage, weitere Themen als Vorschlag, dann könnt ihr sie gerne jetzt äußern. Das scheint nicht zu sein. Wenn ihr was sagen wollt, müsst ihr euch natürlich entmuten, also sprich Mikrofon anschalten. Also, das scheint nicht der Fall zu sein. Dann würde ich sagen, starten wir einfach mal mit den News. Ja. Ganz kurz nochmal korrigieren. Der Alexander Kühne wird, glaube ich, heute durch die News führen. Da ist ein kleiner Tippfehler. Ich bin ja nur wieder passiv für YouTube da. Also Alexander, ich mache das Bild gleich aus. Kannst dann Genau. ruhig reingehen. Gut. Alles gut, ja, das kriegt man hin. Genau, also wir starten, wie gesagt, in die News. Herzlich willkommen auch nochmal von mir, Alex Kühne, mein Name. Hauptberuflich, ich sag mal, leider nicht mehr im Blockchain-Space unterwegs, aber dafür mit vielen anderen spannenden Schnittstellen und ja, doch Überleitung zu Innovation und im Bereich Blockchain passiert doch immer wieder einiges. Nicht nur die angekündigten Themen von Ralf, sondern natürlich In auch in den den letzten News. 4 Wochen. Herzlich willkommen auch nochmal von Von mir. daher. Ja, gehen wir rein in die letzten 4 Wochen und ja, zu gut, zuerst ein kleiner Blick in die Vergangenheit. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das jetzt wirklich im Mai stattfand, aber faktisch ist auf jeden Fall, dass diese letzten Worte von Satoshi jetzt auch schon über 10 Jahre her sind in diesem Bitcoin-Talk-Forum. Um das Ganze interaktiv zu gehalten, es gibt ja in Microsoft Teams die tolle Möglichkeit, sich hier zu melden. Kann sich ja der oder diejenige mal melden, der zu dieser Zeit schon auch im Bitcoin Talk aktiv war, um die ganzen Veteranen hier sozusagen im Meetup zu identifizieren. Natürlich alles freiwillig, versteht sich. Denn wirklich 10 Jahre ist eine lange Zeit. Man muss einfach sehen, wie krass auch die Entwicklung war in den letzten 10 Jahren, nicht nur im Blockchain, Bitcoin-Bereich. Sondern natürlich auch in allen anderen Themen. Ne? Also welche Firmen sind jetzt doch sehr relevant im täglichen Leben, die es vor 10 Jahren noch nicht mal gab. Und das hilft immer ganz gut, so eine Reflexion nochmal herzuleiten für sich selbst, wie schnell doch vor allem der technologische Wandel sich vorantreibt. Und ja, 10 Jahre jetzt her, die Wallets immer noch unangetastet. Ich glaube, das wird auch so bleiben. Sind wir mal gespannt, was dann in 10 Jahren ist, ob es dann auch weiterhin dieses ja, berüchtigte Thema Satoshi noch so dasteht, wie es heute steht. Genau, das nur als kleiner Aufhänger. Genau, ansonsten
gab es jetzt nochmal diesen Überblick über die Coins. Jeder kennt das Coin Market Cap, würde ich jetzt gar nicht im Detail darauf eingehen, was jetzt quasi ja, auch. Alex, vielleicht hier ein kleiner Hinweis. Ne? Da ist immer ein bisschen was Geld gemacht. Das Interessante ist, wir liegen jetzt schwankend zwischen 1,85 und 2 Billionen Euro immer mal und Billionen, ja. Und die Bitcoin-Dominanz hat abgenommen unter 50%. Und was ist zu sehen eigentlich im April gewesen? Viele Firmen steigen ein. Ja, neben Tesla, die bekannten Micro Focus und so weiter. Sind jetzt erste Aktien, zum Beispiel von Tesla, die tokenisiert sind. Ich glaube auf Binance. ETF-Fonds, immer mehr steigen ein und BlackRock, der größte Vermögensverwalter der Welt mit 8,8 Billionen Dollar Vermögensverwaltung. Und die Frage, ist das ein Indikator, dass das klassische Finanzsystem, ich sage dazu ja immer die Rothschilds, zurückschlägt? Wird es wie immer, dass dort, wo viel Geld schon ist, ich sag mal, nur durch eine neue Wertesenke, die klassischen Finanzboliden, sage ich jetzt mal, sich das alles unter sozusagen dominieren oder beziehungsweise werden wir in Zukunft mit dem programmierten Geld und zentralen Zinsen in eine ungeahnte, noch höhere Ebene der Abhängigkeit oder Steuerungsfähigkeit für die großen Konzerne gebracht oder das andere Extrem, wofür ich bzw. wir, die Organisatoren dieses Meetup auch, glaube ich, mehrheitlich stehen, hat der kleine Mann, haben wir selbst alle noch eine Chance auf mehr Selbstsouveränität und Anonymität wie bei dem heutigen Bargeld? Ja, diese Frage stellt sich zunehmend. Und hier auch das nächste, der Coinbase-Börsengang, den wir am 14. April sehen durften, erleben durften. Dort hat sich ja die neue, ich sag mal, Kryptowelt, ja, Coinbase ist in den meisten Fällen noch zentral, verbindet sich mit der klassischen Finanzwelt. Das heißt, um Geld einzusammeln, hier Marktwert am ersten Tag der Emission, der Aktienemission, also ein klassischer IPO, nicht ein ICO, ein IPO. Der Finanzplatz, der Krypto-Finanzplatz war mehr wert als die Börse, die Nasdaq, glaube ich, selber oder als manch klassische Bank mit 100 Milliarden wert am ersten Tag der Emission, der Aktienemission, klassischer Krypto-Finanzwelt finden immer mehr, es gibt immer mehr Überschneidungen, wo geht die Reise hin? Das ist natürlich ein sehr spannendes Thema, vor allem Coinbase an sich. Es war in der Tat kein IPO, also es wurden keine Anteile ausgegeben, sondern es war ein Direct Listing. Das heißt, Coinbase ist so profitabel, dass die einfach gar kein Geld mehr einsammeln mussten. Die drucken auch Geld wie verrückt. Das ist spannend, vor allem, weil ja das Gros des Geschäftsmodells natürlich an der einfachen Usability aus meiner Sicht liegt. Und zum anderen natürlich, dass die den Spread, also die Preise, an der sie natürlich die Bitcoin dann entsprechend verkaufen oder kaufen, nutzen, um quasi ihre Marge zu erhöhen. Es ist spannend. Was meine persönliche Sicht auf die Dinge ist natürlich, dass wieder Leute, die auch wieder an der Kryptowelt partizipieren können jetzt, indem sie gar nicht direkt Bitcoin oder irgendwas kaufen, sondern da auch in entsprechende Firmen, die damit ihr Geld verdienen, investieren. Die Frage ist quasi, bleibt Coinbase so lange in dieser quasi Monopolstellung? Also es gibt natürlich auch andere Firmen, aber Kraken soll ja auch irgendwie nachziehen. Und die Frage, die sich danach zieht, ist dieses Geschäftsmodell halt so viel wert langfristig, ne, dass das 100 Milliarden wert ist? Oder wird es noch mehr wert? Hängt sicherlich auch mit dem Preis des Bitcoins zusammen. Wir beobachten das auf jeden Fall weiter und sind gespannt, wie sich vor allem das ganze Thema der Börsen weiterentwickelt. Fakt ist auf jeden Fall, Coinbase hat natürlich da auch wirklich eine Pole Position jetzt für die kommenden Jahre auch als wirklich ein Eingangstor, sage ich jetzt mal, in die Kryptowelt. Genau, wir gehen mal weiter, damit wir das Zeitfenster einigermaßen halten können. Krypto in der Politik, der Ralf hat es ja schon angekündigt vor längerem. Das ist ja unter anderem auch bald bei Meetup das Thema.
Aber ganz spannend, irgendein anonymer Spender, sag ich jetzt mal, hat den Grünen da 1 Million Euro aus seinen Kryptogewinnen gesponsert. Man mag es etwas paradox halten, aber scheinbar gibt es da doch Sympathisanten, die das Thema Mining und trotzdem grüne Politik zu unterstützen nicht widersprüchlich finden. Ich finde das spannend. Insbesondere deshalb, weil natürlich diese Debatte immer wieder aufkommt. Ne? Der amerikanische Hedgefonds ARK Invest hat letzte Woche zum Earth Day ja auch dieses Thema wieder hochgebracht. Dass quasi Bitcoin und Mining eher auch dafür steht, sozusagen erneuerbare Energien zu fördern. Das Thema hatten wir auch schon mal im Meetup, um da sozusagen auch Anreize zu setzen, mehr erneuerbare Energien auszulasten. Der Johannes ist da ein spannender Gesprächspartner, mit dem darüber mal zu diskutieren. Kann ich nur im Nachgang zu unserem Vortrag heute mal anregen. Und weiterhin gibt es natürlich jetzt auch die Positionierung in Richtung der Bundestagswahl. Das kann man natürlich sehen, wie sich natürlich jetzt die Parteien da auch nochmal bei dem Thema positionieren. Scheinbar hat die FDP hier eine kryptofreundliche Ansicht. Die stehen ja eh immer so, positionieren sich noch mit solchen Themen immer ganz gut. Was dann am Ende auch ankommt, das warten wir mal ab, würde ich sagen, oder? Ja, hier vielleicht noch ein Hinweis. Das Meetup 46, dort haben wir einen CDU-CSU-Politiker des Bundestages eingeladen, der uns auch noch mal Rede und Antwort steht. Er war schon einmal bei uns, ist 18 Monate fast her. Thomas Heilmann, er hat im Wesentlichen auch die Kryptostrategie, Blockchain-Strategie der Bundesregierung, auch CDU-CSU-Fraktion, auch für die Frau von der Leyen, also die EU-Kommissionspräsidentin, mitgeschrieben. Er ist ein Fan von DLT und Blockchain. Hier nochmal zurück zu den Grünen. Die Grünen haben ja eben auch in ihrem Wahlprogramm, was ich extra gelesen habe, auf Seite 94, geschrieben, direkt Spenden und sowas an parteigebundene Abgeordnete sollten verboten werden, Höchstbeträge jährlich gedeckelt werden und so weiter. Parteispenden sollten absolut transparent sein und so weiter. Aber rot ein bisschen eingerahmt, solange es keine gesetzliche Regelung dafür gibt, wollen wir uns im politischen Wettbewerb nicht schlechter stellen als die politische Konkurrenz. Also kommt her, liebe Kryptospender. Wir hoffen, dass es so bleibt, wie es ist. Und Opportunismus innerhalb von 2 Sätzen, meiner Ansicht nach. Und wie gesagt, eine CDU-CSU-Meinung vielleicht im nächsten Meetup, worum es da genau geht. Ja, dann natürlich auch, ich meine, Krypto und oder DLT Opportunismus. Wir wissen, viele Regierungen denken jetzt intensivst, nachdem China vorgelegt hat, darüber nach, ein CDPC einzuführen. Eine Central Bank Digital Currency, eine Zentralbank, digitale Währung gestützt, das muss nicht Blockchain und DLT basiert sein, sondern kann auch anders zentral gemacht werden. Es sieht aber so aus, als würde doch die meisten eine DLT-Version wählen. Wir wissen, dass in der Karibik der Cent-Dollar auf den Bahamas oder jetzt glaube ich, ist eine zweite CDBC-Währung auch live gegangen in der Karibik. Die sind DLT-basiert. In China weiß man es nicht genau, ist so eine Abart von DLT, aber zentral wahrscheinlich eingreifbar. Und auch in Deutschland bzw. im Eurosystem, Europäische Investmentbank soll auch Blockchain-Technologie zum Anleihenhandel nutzen. Und ich sage mal, in Deutschland gibt es auch einen Verein, der heißt Monetative e.V., der sich um die Zukunft des Geldes ein bisschen oder das, was Geld oder wie Geld wirkt, was Geld sein wird in Zukunft, wie das Thema Zahlungsmittel und oder Geld überhaupt definiert wird. Das wird sich verändern, definitiv weiter. Ganz anders, mit rasanten Schritten als das, was heute Geld, Zahlungsmittel oder so bedeutet oder digitales Geld ist.
Und dieser Verein zum Beispiel sieht auch vor, bevor man CDBCs oder andere neue Zahlungsmittelformen einführt und findet, dass da nicht nur eine Kommission von ehrenwerten wenigen Personen dabei ist, sondern dass sich dort auch der Volkssouverän an der Auswahl oder Zustimmung zur Gestaltung des Weges von neuen Geldformen, Zahlungsformen oder Werteaustauschmittelformen, dass das Volk souverän, wie auch immer, in irgendeiner Art und Weise mal auch ein bisschen beteiligt wird oder mitdiskutieren kann. Wer mehr Informationen dazu will, unter monetative.de kann man ein bisschen was nachlesen. Es gibt dort sehr viel Informationen. Der Verein hat sich auch zum Ziel gestellt, Bildung bzw. Informationen zu dem, wie Geld funktioniert, was Geld eigentlich ist, wie unser Bankensystem funktioniert, dort darüber zu informieren. Und die denken natürlich auch über Kryptowährungen bzw. auch über solche Dinge nach. Ja, das nächste Thema, DeFi. Hier an der Stelle, da hatten wir vor zwei Meetups ja eine ausschließliche DeFi-Präsentation, die da Mario gehalten hat. Und DeFi hat sich seitdem natürlich rasant zumindest weiterentwickelt. Und wir sehen hier DeFi Puls, ja, die letzten vier Wochen. Gestern 77 Dollar, Milliarden Dollar Marktkapitalisierung. DeFi Puls steht für DeFi on Ethereum only. Dann Binance Chain hat sich seit auf 47 Milliarden Dollar erhöht, der DeFi, was dort angeboten wird. Die Binance Chain, ja, alle Ethereum-Leute kriegen da Tränen in den Augen, weil es dort nur 21 Validatoren gibt, letztendlich, die mehr oder weniger irgendwie alle aus dem Binance-Umfeld gesteuert werden. Aber die geringeren Transaktionsgebühren führen offensichtlich dazu, dass dort auch ein Money Run stattfindet. Es gibt natürlich auch weitere DeFi-Anwendungen. Das Neueste, was ich gestern verstanden habe, ich wusste es vorher einfach nicht, sogar die Energy Web Foundation, die eine POA-Chain, also eine Chain von ausschließlich autorisierten Unternehmen darstellt, also die Validatoren stellen, auch die gehen in den DeFi-Bereich. Und wir wissen von OneInch, wir wissen von Solana, wir wissen von Torchain. Hier die Frage an das Auditorium: Kennt jemand eine Plattform, wo sozusagen die Total Value Locked, also das jeweils im DeFi-Bereich geblockte, gesammelte Geld, über alle Blockchain-Plattformen gesammelt steht und nicht so getrennt, wie wir das hier jetzt sehen? Weiß das jemand? Johannes, du bist doch da immer, kennst du da immer den letzten Schrei? Oder Christoph, hat jemand eine Information? Gibt es schon den zentralen DeFi Explorer oder die DeFi Explorer Plattform, wo alle Informationen zu DeFi an einer Stelle zu werten und so weiter auflaufen? Ich habe mal was gepostet hier. The Block Crypto gibt einen guten Überblick. Mhm. Okay. Ja, und natürlich, wir haben auch schon darüber das letzte Mal geredet, NFT wächst, wird Mainstream, sogar Mick Jagger mit seinen über 70 Jahren oder die Rolling Stones, ja, Edward Snowden im Exil braucht auch offensichtlich ein bisschen Geld und ja, wir haben es ja gehört, Twitter, der erste Tweet, ist auch NFT-isiert oder tokenisiert. Wie geht es da weiter? Interessante Entwicklung. Aus meiner Sicht auch etwas Neues, was auch im April live gegangen ist. Torchain. Das ist eine Blockchain, die übergreifende Trades möglich macht. Das heißt auch, eine DEX anbietet, die, ich sag mal, wie andere dezentrale Börsen so funktioniert, aber verschiedene Blockchains integriert.
Und das auf der Basis gebaut von Tendermint. CloudChain hat auch ein rasantes Wachstum und hat auch ein Konsensusprotokoll, was Blockchain-Technologie übergreifend funktioniert. Ähnlich wie dem Kaktus-Projekt, was aus Hyperledger kommt, wo man auch mehrere Chains miteinander verbindet. Und es ist eine sehr interessante Entwicklung. Ich glaube, derartige Systeme oder Dinge werden wir in der nächsten Zeit oder weiteres sehen. Ja, dann natürlich ja auch im April gelauncht. Ich habe es nicht verstanden, lieber Alex Ebeling, warum du uns das beim letzten Mal, als du Chainlink und Flow, wie ihr dort als Infrastruktur-Service-Provider wirkt, das noch nicht gesagt hast. Aber die Deutsche Telekom hat hier etwas gelauncht. Alex, kannst du dazu, Alex Ebeling, kannst du dazu nochmal was sagen kurz? Du müsstest dein Mikro. Ja, ich glaube, du hörst mich. Ja. Das war auch nicht ich, der das vorgestellt hat, sondern der Daniel, der ja auch mit dabei ist. Also wir hatten beim letzten Mal beim Meetup das Thema Deutsche Telekom oder der T-Systems Multimedia Solution, unsere Validation as a Service, sehr interessant, kann man ja auch nochmal angucken. Und zu dem Zeitpunkt haben wir ja gesagt, dass wir noch weitere Netzwerke planen, aber konnten wir halt einfach oder durften wir auch aus regulatorischen Gründen natürlich nicht erwähnen, welches Netzwerk das ist. Es ist jetzt Celo und ja, sehr spannend, was da dann auch weiter passiert, auf jeden Fall. Das heißt, ihr habt noch mehr in der Pipe? Ja. Och, na gut, Insider-Tipps sind ja verboten. Okay. Gut, ja, danke. Und ja, was wird der nächste Hype nach DeFi, NFT und Social Token? Was kommt danach? Also, da wir ja im Meetup eigentlich sehr innovativ sind und aus meiner Sicht ist das ein nächster Hype, unsere beiden Alexe, die haben gesagt, wir tokenisieren uns persönlich. So, und das Ganze hat einen Erfolg. Seit der Tokenisierung der persönlichen der beiden haben diese Token eine 1000% Wertsteigerung erfahren. Und zwar ist das nämlich der Alex, der Personal Alex Token. Aus meiner Sicht scheint das ein neuer Hype nach Social oder neben Social Token zu sein. Ihr beiden Alex, könnt ihr dazu was sagen? Also, da hat wahrscheinlich einer meinen guten Namen genutzt, um da auf den Zug aufzuspringen. Nee, ehrlich gesagt habe ich gar keine Hintergrundinformationen zu dem Thema. Was jetzt da dahinter steckt, weißt du da mehr? Es ist natürlich eine schöne Anekdote. Ja, und zwar hat sich ein Student, der gesagt hat, ich will meine Karriereentwicklung unter tokenisieren, hat gesagt, wenn ihr mir helft, meine Studiengebühren zu finanzieren, das war sein Ziel in den USA, und das hat er sozusagen als tokenisiert, ein NFT-Token, ich glaube ERC20 oder Kombination aus beiden gestellt. Und es sind Leute, die offensichtlich darauf eingezahlt haben. Und darum ist dieser Alex-Token um 1000% gestiegen. Also auch ein Beispiel, wie man vielleicht sich selbst und seine eigene berufliche Qualifizierung oder was auch immer zu Geld machen kann und wie das steigt. Ja, clever und die Flut hebt alle Boote, würde ich sagen. In diesem Sinne, gucken wir mal, wer als nächstes auf die Idee kommt, vielleicht hier vom Meetup, sich selbst per Crowdfunding zu tokenisieren. Genau. Ich würde sagen, wir kommen langsam zum Ende. Wir haben jetzt noch eine Folie. Ein oder zwei, machen wir so. Aus meiner Sicht sind das so Token, die neben Ethereum natürlich, und Celsius, Celo hatten wir ja schon, aber ich glaube auch, die Torchain wird massiv, hier sind auch die jeweiligen Rankings, was die in der CoinMarketCap zurzeit haben, zu sehen. Celo hatten wir ja schon, Torchain, da habe ich noch keinen Kontakt bis jetzt. OneInch wird beim übernächsten der Gründer oder einer der Gründer der OneInch Foundation wird einen Vortrag bei uns halten. Das ist das Blockchain Meetup 47, aber jetzt die Frage ans Auditorium.
Wen oder was oder welche Token habt ihr denn so auf dem Schirm und warum? Oder auf welche würdet ihr hinweisen und sagen sollen, das sollte man nicht nur aus Währungswerteentwicklung sehen, sondern da sind ja auch immer Use Cases dahinter, die man damit verbindet. Gibt es da aus dem Publikum eine Empfehlung oder Hinweis? Also der eine oder andere kommt jetzt hier schon mit Doge, natürlich der gute alte Doge, Cardano, Avalanche. Also ich kenne mich mit den Coins nicht aus. Vielleicht können wir das dann auch in den Details nochmal im Nachgang besprechen. Das wäre, glaube ich, spannend, wenn wir das nochmal in der offenen Netzwerk-Session sozusagen dann nochmal drauf eingehen. Oder, Ralf? Ja, gerne. Das, einen letzten Hinweis noch, Decentralized Finance. Es gibt da auch einen Podcast in Deutsch, der gibt es auch einen Telegram-Channel, der wird von dem Thor Alexander und mir und dem Mario im Wesentlichen geführt. Wir haben auch oft Gäste und ja, unser heutiger Gast, Christoph, der Vortragende, war auch schon bei uns im Podcast. Es lohnt sich, dort reinzuhören. So, und jetzt möchten wir sozusagen überleiten zum unserem Vortrag. Wenn es nicht noch Fragen oder Hinweise gibt vom Publikum, ansonsten, Christoph, ist es deine Bühne und ja, du kannst starten. So, hallo erstmal zusammen. Ich werde mal kurz versuchen, meinen Bildschirm zu teilen. Ich hoffe, das funktioniert. Ja, das so, könnt ihr gerade meinen Bildschirm sehen? Ja. Sehr schön. Also es freut mich, hier zu sein. Ich weiß gar nicht, wie viele Mal es inzwischen ist. 3, 4, irgendwas in der Größenordnung, glaube ich. Ist immer schön, mal wieder in der Heimat eine Präsentation zu geben. Auch auf Deutsch. Ich habe mir heute vorgenommen, eigentlich nicht nur Ethereum 2.0, ich fange eigentlich mal ganz historisch an. Wir haben heute diese 10 Jahre Satoshi verschwinden mal als Einstieg gehabt. Ich werde mal ganz kurz nochmal die Geschichte von Ethereum durchgehen. Das war ein Vortrag, den habe ich 3, 4 irgendwas in der Größenordnung, glaube ich, gehalten. Und danach Übergang zu Ethereum 2.0 zu machen, ungefähr 50% im Vortrag. Wenn es Fragen gibt, sagt einfach Bescheid. Ich glaube, Ralf moderiert das Ganze ein bisschen. Ich denke, wir können am Ende da einfach nochmal eine Fragesession machen, wo ich gerne alle möglichen Fragen nochmal gerne beantworte. Ja, ansonsten lasst uns mal ein bisschen zurückschauen. Damals weiß ich, wer von euch schon das Ethereum White Paper gelesen hat. Es lohnt sich auch heute noch sehr, da mal reinzuschauen. Ich habe es damals Anfang 2014 gelesen von Vitalik Buterin. A Next Generation Smart Contract in Decentralized Application Platform. Was mich am meisten beeindruckt bei diesem Paper ist, wie viel davon eigentlich Wirklichkeit geworden ist und wie treu Ethereum sich dieser Vision geblieben ist. Ethereum ist nie gestartet als nur mit dem Ziel, einfach nur Bitcoin-Konkurrent, einfach nur eine weitere Währung zu sein oder einfach nur irgendein Coin. Da gab es damals ja auch schon mehrere, sag mal, Bitcoin-Klone, die da hier und da kleine Änderungen hatten, kleine Features, ähnlich wie Litecoin und so weiter. Ethereum wiederum war im Ursprung erstmal eine Plattform für dezentrale Applikationen oder eben Smart Contracts. Smart Contracts, ich denke, inzwischen fehlt ein Begriff, dass man gewisse Logik direkt, ich nenne es immer gerne als ein dynamisch erweiterbares Protokoll. Denn so gesehen ist Bitcoin ist nur ein Protokoll, Ethereum auch, aber Ethereum hat die Möglichkeit, dynamisch über Smart Contracts erweitert zu werden. Und dann werden diese Smart Contracts sind genauso wie Teil des Protokolls. Es gibt ganz klare Regeln, was passiert bei dem Input, gibt es den Output, gibt es diese State-Änderung, die eben mit festgehalten wird. Und das hat so viele neue Applikationen ermöglicht. Interessant, die Applikation, die Vitalik damals schon 2014 oder Ende 2013 genau genommen hat, es geschrieben, er hat damals schon über dezentrale autonome Organisationen gesprochen, er hat damals über digitale Assets und Custom Currencies, so hat er es damals genannt, also heute würden wir einfach sagen Tokens gesprochen, als ein Anwendungsfall. Er hat über die dezentrale Domain Name Service gesprochen, heute würden wir sagen ENS, also gibt es auch. Er hat Smart Contracts for Financial Applications, also heute einfach DeFi gesprochen. Er hat ein Beispiel war in dem Paper zum Beispiel Hedging Contract, wie man Ether und Bitcoin einen Contract reinpackt, beim fixen Preis und dann nach einer bestimmten Zeit bekommt der eine denselben Ether wieder raus, der andere den Rest. Also man kann quasi durch einen Hedge für Bitcoin oder Ether bilden.
Und das hat er als Beispiel Contract schon drin gehabt. Er hat über Identity and Reputation Systems gesprochen. Heute wird man sagen, DIDs, die müssen nicht unbedingt auf der Blockchain laufen, aber es ist vorteilhaft, wenn. Er hat über Decentralized File Storage als Beispiel gesprochen. Heute würde ich sagen, IPFS oder Filecoin als das prominente Beispiel. Swarm ist das, was damals von der Ethereum Foundation gestartet wurde. Decentralized Insurance, heute gibt es Etherist, die machen genau das. Decentralized Data Feed, heute Chainlink, Oracle.it und so weiter. Der Fokus war aber immer dezentrale Applikationen. Ganz am Anfang wollte ja Ethereum ja auf der Bitcoin-Blockchain aufbauen, doch die Bitcoin-Community war zum einen nicht sehr einladend, da viel Abweisung in der Community erlebt, hat dann mit Masterchain versucht weiterzumachen. Die fanden seine Idee aber zu disruptiv, im Sinne von, was Änderungen, welche Änderungen man am Code vornehmen müsste. Interessant, er wollte ja auch Praktikant bei Ripple werden, hat aber aus Einreise, also Visa- und Einreisegründen damals nicht geklappt. Wer weiß, wie die Welt heute aussieht, hätte irgendwas davon geklappt, Mastercoin oder Ripple. Wie auch immer, hat dann letztendlich gesagt, ich muss es von neuem eine eigene Chain bauen. Der Hauptgrund, warum das nicht funktioniert auf einer Bitcoin-Blockchain, sind eigentlich vier Dinge. Einmal diese Lack of Turing Completeness. Bitcoin kann zwar auch Smart Contracts, aber nur so limitiert, bei weitem nicht das, was ich sehe mit der EVM kann, ist eben nicht Turing Complete. Value Blindness. Wenn ich in Bitcoin bin, bin ich eigentlich in einen Unspent Transaction Output oder UTXO. Und dann weiß ich eigentlich nicht mal, wie viel UTXO ein Private Key eigentlich kontrolliert. Ich kann nicht mal die eigene Balance abrufen. Dann gibt es dann schon eigentlich diesen Lack of State. Ich kann nicht einfach mal eine Map machen, eine Balances speichern und einfach nicht möglich eine Bitcoin-Blockchain in der Form. Und Blockchain-Blindness, damit ist gemeint, ich kann auch nicht die aktuellen Block-Number oder Timestamp oder irgendwas mir holen, was jetzt im Block-Header steht. Es sind einfach so viele Limitierungen, die es fast unmöglich machen, sinnvolle dezentrale Applikationen auf Bitcoin zu bauen. Das ist einfach sehr, sehr reglementiert. Und weil es eben auch nicht mit Mastercoin ging, weil sie nicht offen dafür waren, hat er Ethereum gestartet. Für mich die drei wichtigsten Programmierer, oder die es angefangen haben, sind Gavin Wood, Jeffrey Wilke und Vitalik Buterin. Ich habe beide sehr gut kennengelernt. Vitalik ist eigentlich wirklich der Kopf, der das Konzept ausgedacht hat. Er ist auch ein Programmierer, er liebt Python, aber seine Programmierkenntnisse sind eher auf diesem, es geht es nicht darum, tiefe Optimierungen zu machen, und letzten Feinheiten oder Performance rauszuholen, sondern schnell Konzepte umzusetzen. Dafür war Python immer gut. Er hat seinen eigenen Bitcoin-Client damals geschrieben und dann eben mit Ethereum angefangen. Aber ich wage mal zu behaupten, es war für ihn eine riesen Herausforderung zu sagen, ich schreibe das, den ganzen Ethereum-Client selber, inklusive Peer-to-Peer-Protokoll und so weiter. Er hat sich dann damals Gavin Wood und Jeffrey Wilke dazu geholt, oder sie sind zu ihm gekommen aufgrund des White Papers. Und hier hat Gavin Wood eine ganz entscheidende Rolle gespielt. Gavin Wood war einfach in der Lage dazu, dieses Konzept, was Vitalik in seinem Kopf hatte, was er vielleicht verbal sehr gut erklären konnte und in Form des White Papers gut die Vision aufschreiben konnte, zu formalisieren in ein Yellow Paper. Das Yellow Paper ist für mich ein wahres Meisterwerk, in so kurzer Zeit geschrieben, so viele Details, und letztendlich ist eigentlich die Spezifikation, die ein Entwickler nutzen kann, um das zu Code zu machen. Gavin Wood hat dann auch in kürzester Zeit in C++ den ersten Ethereum, funktionstüchtigen Ethereum-Client geschrieben. Gavin Wood war einfach ein Programmierer, der sehr schnell alleine die Dinge einfach umsetzen konnte und schnell in POC 0 hieß es damals rausgebracht hat, POC 1, es gab da die ganze Iteration. Jeffrey Wilke, absolut solider Go-Entwickler, der hat gesagt, ich implementiere das Ganze in Go. Und so war die Idee eigentlich damals schon geboren. Vitalik schreibt den Ethereum-Client in Python, Jeffrey Wilke in Go und Gavin Wood in C++. Und damit waren eigentlich die ersten drei Teams schon geboren, und die Idee, dass nicht wie bei Bitcoin die Software selbst die Referenz ist, also Bitcoin ist ja die Referenzimplementierung und gibt damit das Protokoll vor, es gibt kein aufgeschriebenes Bitcoin-Protokoll, sondern das Yellow Paper ist die Referenz und es ist eine aufgeschriebene technische Spezifikation und man kann es in verschiedenen Sprachen umsetzen. Es gab dann auch außerhalb der Ethereum Foundation Implementierungen in Java, Haskell, sogar JavaScript und andere, die auch mit Grants gefördert wurden, aber das waren eigentlich die drei Kernimplementierungen. Auf diesem Foto bin ich zwar nicht mit drauf, aber ich sitze hier, man sieht meine Mineralwasserflasche auf der rechten Seite von mir aus gesehen, ich sitze hier gerade mit am Tisch. Meine Aufgabe damals bei der Foundation war gewesen, diese drei Clients zu nehmen und zu schauen, ob sie immer 100% Konsens haben und Tests zu schreiben. Ich habe quasi basierend auf dem Yellow Paper Tests geschrieben, ganz einfach im JSON-Format, die Pre-State, Transaction, Post-State, und habe versucht, alle Edge-Cases aufzuschreiben und die im Python-Client, Go-Client, C++-Client auszuprobieren und zu schauen, ob die alle dieselben Ergebnisse liefern.
sehr oft haben sie das nicht getan und da waren viele Kleinigkeiten, die definiert werden mussten, EVM. MS war nicht definiert, da musste man noch nacharbeiten im Yellow Paper, um das zu definieren. Oder es gab einfach eine falsche Implementierung. Das war jetzt meine Hauptaufgabe und diese Fotos entstanden bei einer Session. Wir haben uns immer zusammengesetzt, zu viert, haben dann gesagt, okay, welche Sachen sind schlecht. Links ist das Whiteboard. Einfach aufgeschrieben, welche Protokolländerung muss noch machen, damit es besser wird. Sie wurde aufgeschrieben, ich habe den Test dazu geschrieben, während die drei die Änderungen im Ethereum-Client gemacht haben. Ich habe den Test auf GitHub reingestellt, sie haben ihn laufen lassen. Wenn es alles funktioniert hat, super. Wenn nicht, schauen, warum hat ein kleiner Test nicht bestanden. So, das waren die Anfänge. Finanziell muss man noch sagen, ganz wichtig war natürlich Joseph Lubin. Der ist hier ganz rechts im Bild. Der hat viel davon am Anfang finanziert. Das ist eine, das war die erste DEFCON gewesen in Berlin, Kreuzberg. Und ja, es gab noch viele andere, wie Stefan Tual zum Beispiel, der hier mit ist. Der hat viel von den ganzen Meetups und Community-Building gemacht. Auch ganz wichtiger Mann gewesen in der Anfangszeit. 2014 dann das Fundraising gewesen, 18 Millionen Dollar ungefähr eingenommen. Aufgrund des Verfalls vom Bitcoin-Preis waren es ungefähr noch 9 Millionen. Aber das war eigentlich so das Team, was man hier so sieht, was im Wesentlichen Ethereum gebaut hat. Also sehr spannende Zeit. Dann das Bild ist vom Dezember 2014. Dann Sommer 2015, selbes Büro, nur ein Teil des Teams, weil die meisten saßen irgendwo anders, London, Amsterdam und Vancouver. Hier war der Launch der Ethereum-Chain. Niemand hatte den Mut, den Knopf zu drücken, sagen, wir launchen die Chain. Also was wurde getan? Es wurde ein Blogpost geschrieben, der beschreibt, wie man die Blockchain launcht, wie man den Genesis-Block erstellt. Und als Input brauchte man einen Hash des Testnets. Und damit war die Zeit bestimmt, ab wann man das machen konnte. Es gab also ganz, ganz, ganz viele, die gleichzeitig die Ethereum-Blockchain gestartet haben. Und innerhalb von ein paar Stunden hat es sich zu einer zusammengemerged, weil sie ja eben alle dasselbe Protokoll gefolgt haben. Dann im selben Jahr, auch so ungefähr November 2015, DEFCON 1 in London, ungefähr 400 Leute, wirklich tolle Konferenz. Viele von denen, die wir sehen, hier in der Mitte ist Peter, der Chef des Go Ethereum Clients und viele andere. Tolle Konferenz. Hier wurde auch, es kommt mal ein bisschen die Geschichte von uns, Slockit. Hier haben wir zum ersten Mal die DAO vorgestellt, das Slockit Business Model, man sieht hier unser schönes Türschloss. Und die DAO-Geschichte, die überspringe ich jetzt mal schnell. Ihr wisst alle, damals 11,22 Millionen Ether geraced, das waren damals ungefähr 164 Millionen Dollar, je nachdem, welchen Ether-Preis man gerade angeschaut hatte. Hat viel Presse bekommen, der Ether-Preis ist dadurch auch sehr schnell hochgegangen, viel weltweite Resonanz und dadurch wurde von vielen zum ersten Mal richtig verstanden, was Ethereum ist. Und wenn ich mit vielen heute noch spreche, das war für viele zumindest der Einstieg in Ethereum, weil sie damals dadurch viel Ethereum viel Bekanntheit bekommen hat. Ihr wisst alle, das ging schief. Es gab den DAO-Hack, es gab dann den Hardfork, wo die meisten zumindest finanziell ihre DAO-Tokens oder Ether zurückbekommen haben. Ja, lange Geschichte. Dann DEFCON 2 im selben Jahr, Shanghai-Attacks. Das ist ein Bild, das war so der War Room. Ethereum wurde angegriffen, es war ein sehr kontrollierter Angriff, frühst um 4 Shanghai-Zeit, wozu ziemlich die ganze Ethereum-Community, alle Ethereum-Entwickler zu DEFCON 2 in Shanghai waren. Gab es einen Fehler im Go-Client. Aber nicht nur ein Go-Client, es war eigentlich mehr als das. Es war eine schlechte Gasbepreisung von einigen Opcodes der Ethereum Virtual Machine. Es gab einfach einen Lese-Opcode, der war verhältnisgesehen viel zu billig. Man konnte den State in einen Smart Contract so aufbauen, dass die Lese-Operationen sehr, sehr aufwendig und dadurch computational teuer waren. Und jemand hat mit sehr wenig Gaskosten die vor allem den Go-Ethereum-Client extrem ausgelastet. Der C++-Client auch, aber nicht so stark wie der Go-Ethereum-Client. Und damals kann man sagen, der C++-Client hat das Netzwerk gerettet, weil die meisten Go-Clients sind abgeschmiert. Die C++-Clients liefen weiter und das Netzwerk ist nie komplett zum Erliegen gekommen. Die Blockzeiten haben sich extrem erhöht. Es hat ein paar Wochen gedauert. Mit 2 Hardforks wurde das Problem gefixt. Aber so sah das früh morgens aus, als dann alle Alarm gerufen haben. Es gibt große Probleme im Ethereum-Netzwerk, alle Entwickler zusammengeholt wurden. Man sieht ja Martin Holtz-Zwende aus Schweden. Ist aktuell der Chief Security Officer, wenn man es so nennen kann, von der Ethereum Foundation, auch heute noch. Hier ist Nick von dem ENS, der ENS aufgebaut hat und gegründet hat. Und Peter vom Go Ethereum Team. Ja, dann DEFCON 3, Cancun. Wer da war, war sehr schön, kann ich jedem mal empfehlen. Mexiko war auch eine tolle Konferenz. DEFCON 4, Prag waren Tausende gewesen. Für uns relevant, blockchains.com hat sich dort zum ersten Mal der Öffentlichkeit großgestellt.
sehr amerikanisch, sage ich mal so. Auch heute nicht das Thema. Wir wollen jetzt zu Ethereum 2.0 kommen. Also nach all dieser Geschichte von Ethereum und viel, was passiert ist, bleiben vor allem zwei massive Probleme. Zum einen ist einfach die Kapazität eines Blocks ist natürlich begrenzt. Und wie man hier sieht, damals die DAOs waren nur ein kleiner Peak, das waren die Shanghai-Attacken, hier waren so die ICO-Bubble 2017 und CryptoKitties. Aber eigentlich blieb es auf konstant hohem Niveau und hier ein bisschen DeFi, Summer. Letztendlich, die Blöcke sind voll, die Transaktionskosten gehen durch die Decke und das hat viele Applikationen eigentlich den Tod bedeutet, weil die Gaskosten so hoch waren, dass sich viele Applikationen einfach nicht mehr gelohnt haben. Ich weiß, Alexander Sande, der damals ein Identity-Protokoll aufgebaut hat, aber sagt, wenn jeder 30, 40 Dollar bezahlen muss, um einen Key anzulegen oder um seine Identity online zu managen, das macht kein Mensch. Also hat er damit aufgehört. Und viele andere tolle Applikationen sind dadurch zugrunde gegangen, dass einfach die Gaskosten zu hoch waren. Das zweite Problem, das ist vor allem für uns alle Umweltaktivisten ganz wichtig, Energieverbrauch. Eine einzige Transaktion, wenn man es mal umrechnet, wie viel Transaktionen das Netzwerk leistet und wie viel Strom durch den Proof-of-Work-Konsensus verursacht wird, liegt in etwa bei 34 Kilowattstunden. Das ist natürlich extrem. Also ich fahre ein Elektroauto und Tesla und das ist meine halbe Batterie. Das heißt, Wahnsinn, was hier eine Transaktion kostet. Wir haben, es ist ein Energieverbrauch, der einigen Ländern gleichkommt. Das sind zwei massive Probleme und Ethereum 2.0 arbeitet natürlich an beiden. Was sind die Hauptpunkte von Ethereum 2.0? Eigentlich 2.0, drei Sachen. Zum einen, dass wir Proof of Stake anstatt Proof of Work verwenden. Hier heißt es, dass statt des GPUs oder ASICs versuchen, einfach nur mehr oder weniger sinnlose Hashes auszurechnen. Es ist eigentlich nur eine künstliche Arbeit, die erschaffen wird. Viele denken immer, es muss eine nützliche Arbeit, die da generiert wird. Da kann man viel drüber debattieren. Es ist einfach ein künstliches Problem, mathematisches Problem, was geschaffen wurde, dessen Ergebnis, dass man direkt keinen Wert hat. Da gab es ja auch früher Ideen wie Primzahlen und so weiter. Mein hat sich nicht durchgesetzt, aber es wäre zumindest ein bisschen sinnvoll gewesen. Hier wird momentan einfach nur Hash erzeugt ohne Ende und wer einen Hash erzeugt hat, der kleiner ist als eine gewisse Zahl, der hat damit einen validen Block. Bei Proof of Stake stattdessen sagt man, man setzt quasi seine Ether in dem Fall auf einen Block, dass er richtig ist. Man könnte sagen, ich wette, dass der Block richtig ist. Und der Block, auf den die meisten wetten, gewinnt. Und damit werden die meisten auf diesen einen Block setzen. Und wenn er natürlich auch den aktuellen Regeln entspricht, also alle werden schauen, ist dieser Block korrekt, entspricht er dem Ethereum-Protokoll? Wenn ja, setze ich dort mein Geld drauf. Wenn er dann auch richtig ist und in der finalen Chain landet, gibt es für alle, die es getan haben, einen kleinen Bonus. Man könnte sowas sagen wie Zinsen. Das Ganze nennt man dann Staking. Und hier können Tausende von den Validator mit ganz normaler Consumer-Hardware, ich habe bei mir unten im Raum eine DappNode, das ist ein kleiner Intel-NUC, reicht völlig aus, um Ethereum 2.0 Validator zu sein. 32 Ether Deposit, okay, es sind heute natürlich schon ziemlich viel, es waren mal weniger. Das ist nicht mehr ganz so zugänglich für alle, aber da gibt es genug Pools, wo man sagen kann, ich nehme mir einen Pool eines Validators, einen Bruchteil eines Validators, geht auch. Ist zwar nicht nativ im Protokoll drin, aber wird von Exchanges und vielen anderen Dienstleistern angeboten. Ist natürlich extrem energieeffizient, weil man keine Energie fürs Mining braucht, nur die ganz normalen Serverkosten, die nicht direkt für den Konsensus gebraucht werden, weil die Arbeit in Anführung, die virtuelle Arbeit durch das Geld passiert. So, Proof of Stake, erster ganz wichtiger Pfeiler von Ethereum 2.0, das zweite ist Sharding. Denn erstmal Proof of Stake löst natürlich nicht das Bandweitenproblem, das Kapazitätsproblem. Wie viele Transaktionen pro Block wird dadurch nicht wirklich berührt. Es ist einfach nur die Energieverschwendung von Proof of Work wird gestoppt und ist eine wesentlich intelligentere Form des Konsensus. Vielleicht noch ganz ein Wort dazu. Damals war schon die Idee, gleich mit Proof of Stake zu starten. Man hat aus zwei Gründen, oder also hauptsächlich aus zwei Gründen nicht getan. Zum einen waren wir noch nicht so weit, was die Forschung angeht, das zu durchdenken, ob es wirklich funktioniert oder nicht. Proof of Work war einfach extrem einfach und simpel. Wir wussten, das können wir sofort umsetzen. Und zum Zweiten ist es so, wenn man mit Proof of Stake startet, hat man natürlich auch eine starke Zentralisierung. Das ist einfach eine Plutokratie. Wer am meisten Geld reinsteckt, kontrolliert das Netzwerk. Und durch Proof of Work, diese Zeit, die ersten Jahre, gibt es eine hinreichend gute Distribution von Ether. Es gibt immer noch große Wale und welche, die sehr, sehr viel haben, auch Exchanges und so weiter, aber prinzipiell ist die, ich sag mal, der Chino-Faktor, also wie stark die Distribution ist, wesentlich besser als am Anfang von Ethereum. Das heißt, man kann jetzt
hat man wesentlich bessere Grundlage, nicht nur, weil man es mehr erforscht hat und daran gearbeitet hat, auch weil die Distribution besser ist, mit Proof of Stake zu starten und trotzdem ein dezentrales Netzwerk zu haben. Das löst erstmal nur das Energieproblem. Das zweite Sharding, das löst tatsächlich die Kapazität. Der Anfang, man wollte mal wesentlich mehr Shards reinbringen. Also Shards kann man so sehen wie kleine Sub-Blockchains, die ihren eigenen State haben und die zwar mit anderen Shards sprechen können, aber die nicht alle Transaktionen, den gesamten State der anderen Shards brauchen. Der Anfang ist momentan gesetzt mit 64 Linked Shards. Wie gesagt, jeder Shard hat seine eigene Transaktion. Noch gibt es das nicht, aber das ist der nächste, das ist ein wichtiger Meilenstein von Ethereum 2.0. Ich komme dann noch zur Roadmap. Das resultiert erstmal ganz grob in 64-facher Kapazität. Das ist wirklich nur sehr grob, weil je nachdem, wofür man den Shard benutzt, wenn man den Shard natürlich benutzt, um Layer 2-Applikationen drauflaufen zu lassen, wie Rollups, und die Shards einfach nur noch Data Availability bringen, kann natürlich noch viel mehr Kapazität rausgeholt werden. Aber erstmal ganz grob, Order of Magnitude, 64-fache Kapazität, wenn man 64 Shards dazu packt. Nicht jede Node muss jetzt jede Transaktion bearbeiten. Das heißt, man wird hier wesentlich weniger Last. Was jetzt das Problem ist, jede Node im Ethereum-Netzwerk muss alles machen. Jetzt kann eine Node sagen, ich nehme den einen Shard, bearbeite die Transaktion von diesen Sharden, das war's. Das ist Sharding. Die Beacon Chain ist das, was das alles zusammenbringt. Hier wird der Proof-of-Stake-Konsensus genommen, mit den Shards quasi zusammengepackt und dass die Shards immer im Konsensus sind und auch miteinander. Die Beacon Chain beinhaltet eine Registry, wo alle Validatoren sowie deren Stakes, also die Ether, die gestaked werden, registriert sind und eine Referenz zu jedem Shard State, also in welchem Zustand die Shards gerade sind. Das sind eigentlich die drei Pfeiler von Ethereum 2.0. Ethereum 2.0 wird in mehreren Phasen gelauncht. Die Phase 0, die wir irgendwann letzten Dezember schon durchschritten haben, ist der Launch der Beacon Chain. Hier wird einfach dieser Proof of Stake Consensus durchgeführt, ohne Transaktion, ohne Shards, ohne Ethereum Virtual Machine, wirklich nur ein Block nach den anderen für die Beacon Chain. Der Anfang lief auch absolut super. Es gab jetzt das eine Komplikation, das war vor ein paar Wochen gewesen, die auch inzwischen schon wieder gefixt ist. Ein kleiner Bug. Dafür, dass es quasi erst im Dezember gelauncht wird, würde ich sagen, sehr, sehr, sehr wenig Fehler. Der Grund war ja, dass die Chain jetzt schon gelauncht wird, damit man am Anfang Fehler und Probleme gleich sieht. Weil es ist trotzdem schon die echte Beacon Chain und diejenigen, die ihre Ether da drin staken, bekommen auch echte Ether 2.0, die dann irgendwann dasselbe sind wie Ether. Und das heißt, man hat ein Real-Life-Szenario, was ganz wichtig ist für Testumgebungen. Das einfach nur auf einer Testchain zu machen, ist einfach nicht dasselbe, als es richtig zu machen, was Angriffsszenarien angeht. Dieser Honeypot, hier sind viele, viele Milliarden drin, das kann ich versuchen anzugreifen. Also die Beacon Chain, bis auf kleine Probleme, läuft einwandfrei, aber noch keine Shards. So, was hat die Beacon Chain? Sie koordiniert die Block Production, was schon gesagt hat, Registry vom Validator und auch die Balances von den Validators. Sie wendet die Konsensusregeln an, zu denen komme ich gleich, also Belohnungen sowie Strafen. Das ist so, also das Proof of Stake heißt nicht, es gibt Belohnungen, es arbeitet auch mit Slashing, also Bestrafungen, aber es gibt keinerlei Transaktionen. Das heißt, die ETH2-Tokens, wenn man so möchte, sind dort festgefahren, bis irgendwann die Verbindung zu Ethereum 1.x, weil Ethereum 1.0 tut sich ja auch weiterentwickeln, zusammengeführt wird. Im Deposit Contract heißt das, ich brauche minimal 32 Ether. Die Ethereum 2.0 Nodes, die schauen sich den Deposit Contract auf der Ethereum 1 oder der aktuellen Ethereum Mainchain an und je nachdem, wer sowas reingesteckt hat, wird dann Ethereum 2.0 geissued auf der Beacon Chain. Es gibt keinen Weg zurück bis zur Phase 1.5, zu der ich gleich komme. So, das ist, das habe ich heute mal kurz einen Screenshot gemacht von Beacon Chain. .in, also beaconchain.in. Wir sehen, wir sind in der Epoche 34.885. Ich komme gleich zu den Epochen. Jede Epoche hat mehrere Slots. Es gibt aktuell fast 130 aktive Validatoren und es sind schon 4,14 Millionen Ether gestaked. Das ist schon eine enorme Summe, wie viel da jetzt schon drin liegt, wie viel ökonomischer Wert jetzt schon der Beacon Chain ist, weshalb es auch wirklich als ein Real-Life-Szenario-Test gesehen werden kann. Jede Epoche besteht aus 32 Slots. Ein Slot ist ein 12-Sekunden-Zeitfenster, in dem man einen Block vorschlagen kann. Das heißt, es wird ein Validator ausgewählt als Block-Producer. Er erzeugt einen Block und schlägt ihn quasi vor. Und das muss alles innerhalb dieser 12 Sekunden passieren. Und dann gibt es ein Komitee, was diesem Block zustimmen kann.
Aber wichtig, ein Slot, 12 Sekunden. Eine Epoche sind dadurch, weil es 32 Slots sind, sind etwa 6 Minuten 24 Sekunden. Eine Epoche ist eigentlich ein Finalisierungspunkt. Die einzelnen Blöcke aus den Slots werden anders finalisiert und anderer Konsensusalgorithmus als wie die Blöcke nach in den einzelnen Epochen. Dadurch schafft man quasi nochmal so Finalisierungspunkte. Jetzt in der aktuellen Phase gibt es keine Shards, das heißt, es gibt nur eine Beacon Chain, die jeweils einen Block pro Slot produziert. Wenn die Phase 1 dann kommt, wird es 64 Shards geben, das heißt, es gibt 1 plus 64, also 65 Blocks per Slot. Ich habe nicht herausgefunden, ob die Ethereum 1.0 Chain zu den 64 Shards gehört oder ob es dann 65 sind, aber das ist mal eine Kleinigkeit, sei mal dahingestellt. Aber in etwa 65 Blocks dann pro Slot, wenn die Shards dazukommen. Wie wird der Konsensus erstellt? Es gibt eine Run-DAO, also eine DAO für Random Numbers, also ein Zufallsgenerator. Und dieser selektiert aus dem großen Pool von Validatoren, was wir gerade gesehen haben, die etwa 130.000 Validatoren, einen pro Shard, der einen Block vorschlägt. Also er nimmt die Transaktion von diesem Shard, schreibt den Block zusammen, da muss ich euch an die aktuellen Regeln halten. Dann gibt es bis zu 128 Attestoren, die auch ausgewählt werden von dieser Rundown, die diesen Block validieren sollen. Die schauen also nach, ist der Block korrekt? Wurde sich alle Regeln gehalten? Wenn ja, signiere ich ihn. Signatur passiert mit BLS-Signaturen, die sind wesentlich kleiner als normale elliptische Curve-Signaturen. Und das ist eigentlich wie die einzelnen Slots oder die 65 Blöcke von einmal Beacon Chain plus 64 Shards in diesen einzelnen Blöcken signiert werden. Also ein Validator plus die 128 Attestatoren. Und das ist erstmal sicher gegen irgendeinen Angreifer, der bis zu 66, also man bräuchte mehr als 66% des Stakes, um hier einen Angriff zu machen. Dieses Konsensusalgorithmus, wenn man genauer reinschreiben will, heißt LMD. Wofür stand LMD? Das muss ich mal überlegen. Least, irgendwas mit Deposit, fällt mir gerade nicht ein. Also eigentlich so, das ist eigentlich ein sehr schneller Konsensusalgorithmus, weil man eben nur eine kleine Gruppe von Attestatoren braucht. Für die Epochen, was dann eben aller 6 Minuten 24 Sekunden ist oder aller 32 Slots, wird der Casper FFG verwendet, ein anderer Konsensusalgorithmus, und der benötigt 66% aller aktiven Validatoren. Das ist wesentlich mehr als für die einzelnen Blöcke, wo es dann nur 128 plus 1 Validatoren benötigt. Hier brauche ich 66% aller Validatoren, die diesen Block quasi validieren. Wesentlich mehr. Dafür ist dann natürlich die Finalität auch und die Sicherheit wesentlich höher. Das heißt, wenn dieser durchschritten ist, wie bei Bitcoin, wo alle 10 Minuten ungefähr ein Block ist, das ist also ein Finalisierungsblock, der daher auch hohe Bedeutung hat. Man hat diese schnellen kleinen Blöcke in den Slots und dann eben diese mächtigen Finalisierungsblöcke in den Epochen, was Konsensus angeht. Also wie sieht das ungefähr aus? Man hat die Slotte, also er hat die Run, fangen wir unten an. Man hat unten den Set of Active Validators, ich weiß nicht, ob ihr meine Maus sehen könnt, die ist hier unten. Daraus wählt die Rundown für jeden Slot, streng genommen für jeden Schaden, einmal für die Beacon Chain, einen Proposer aus und ein Komitee von Minimum 128 Validatoren, die diesen Block erzeugen. Und das halt pro Slot, pro Schad einmal plus pro Beacon Chain. Ja, das ist eigentlich so das Zentrum, wie der Konsens funktioniert. Was sind so die ökonomischen Sachen, um ein Validator zu sein? Also es gibt Belohnungen und Bestrafungen. Ein Validator bekommt, wenn er einen Block produziert oder attestiert, also einmal für die Epochen sowie für die einzelnen Slots, also mit LMD Ghost oder Casper FFG Votes, bekommt er eine Belohnung. Und nur für die Blöcke, die eine Super Maturity, also mehr als 66% Support bekommen, für die anderen nicht. Wenn ich nicht gewählt habe, obwohl ich hätte wählen sollen, oder wenn die Blöcke nicht finanziert werden, für die ich gewählt habe, bekomme ich eine Penalty, also eine Strafe. Hier gibt es manchmal das falsche Gerücht, dass man seine ganzen Deposit verliert, also quasi einen Bug im Ethereum-Client und ich als Validator verliere quasi mein ganzes Geld. Das ist nicht richtig. Man verliert eigentlich nur ein kleines bisschen mehr, als wie man bekommen würde, wenn man wählt. Das heißt, es ist ein kleines Slashing. Also wenn man ungefähr meine Zahl haben möchte, wenn ich nur 54% Uptime habe mit meinem Server, wo mein Validator läuft, mache ich ungefähr Break-Even. Also mache ich genauso viel Gewinne wie Verluste. Also das heißt, es ist nicht das Ende der Welt, wenn man mal einen Block verpasst hat. Wenn man allerdings beginnt, Blöcke zu validieren, die komplett falsch sind, also conflicting Checkpoints, das heißt zum Beispiel, es gibt ja immer kleine Mini-Forks und ich sage, ich validiere zwei Blöcke auf derselben Höhe, also von zwei Forks, die quasi miteinander im Disput sind,
Dafür gibt es ein aktives Slashing, was 1,32 des Deposits ist. Also auch noch nicht so hoch. Ich müsste quasi 32 Mal aktiv falsch signieren und bewusst versuchen, einen Fork hervorzurufen, um meinen ganzen Deposit zu verlieren. Dann gibt es noch eine dritte Regel, das ist das Inactivity Leak. Das sorgt dafür, dass die Blockchain nicht stehen bleibt. Denn wenn irgendwann immer mehr Validatoren offline gehen, aus irgendwelchen Gründen, kann man irgendwann nicht mehr die Super Maturity von 66% erreichen, die man braucht beim Casper FFG, also pro Epoche. Und das würde bedeuten, dass die Blockchain eigentlich mehr oder weniger stillsteht. Und hierfür passiert Folgendes: Wenn mehr als ein Drittel offline ist, also wenn man quasi nicht mehr in der Lage ist, die Super Maturity zu erreichen, für mehr als eine Stunde, dann werden inaktive Validator exponentiell wachsend bestraft. Das dazu führt, so länger das geht, dass diejenigen komplett ihren Deposit verlieren und aus dem Validator-Set rausgekickt werden und damit das Validator-Set alle inaktiven Validatoren verliert, bis sie so klein ist, dass es mehr als zwei Drittel davon zumindest aktiv sind und die Chain ganz normal wieder ihre Casper-FFG-Blöcke in den einzelnen Epochen kreieren kann. Also ganz offline sollte man nicht sein und vor allem nicht, wenn viele andere offline sind. Also darauf muss man schon achten, wenn man Validator ist. So, wie sieht es aus, was immer viel interessiert, wie viel Geld kann ich damit verdienen? Das hängt einfach davon ab, wie viel Prozent ist die Netzwerkzeit online, gehen wir einfach mal von 100% aus, und wie viel Ether sind gestaked. Also umso mehr Leute mitmachen, umso weniger gibt es pro Validator. Aktuell sind wir bei etwas über 4 Millionen Ether, wenn ich mich richtig in Erinnerung habe, müssen also irgendwas bei ungefähr 8% liegen, was die jährlichen quasi Zinsen angeht. Umso mehr Leute ihre Ether staken, umso kleiner werden die. Mal gucken, wo die am Ende mal rauskommen werden. Das kann man heute schwer sagen. So, wie sieht dann die nächste Phase aus? Also Phase 0 ist einfach die Beacon Chain. Phase 1 bedeutet, die 64 Shards werden hinzugefügt. Das heißt, jede Shard kann man sehen wie so eine Sub-Blockchain. Und der Head dieser Chain wird in der Beacon Chain auch registriert. Dadurch ist es möglich, dass man Cross-Shard-Transaktionen machen kann. Natürlich sind Transaktionen in einer Shard wesentlich günstiger als Cross-Shard, weil diese müssten dann in der Beacon-Chain in irgendeiner Form validiert werden. Aber das Tolle ist trotzdem möglich. Ich erwarte in der Zukunft, dass einzelne Applikationen in einzelnen Shards laufen werden und so viel wie möglich innerhalb eines Shards machen und nur, wenn unbedingt nötig, Kommunikation mit einem anderen Shard passiert. So, was wird passiert? 64 Shards werden hinzugefügt. Es wird noch keine Smart Contract Execution geben. Das heißt, die einzelnen Shards können erstmal nur genutzt werden, um dort Daten abzulegen, was aber extrem wichtig ist für Rollups. Rollups ist heute nicht direkt unser Thema, aber Rollup ist eigentlich die wichtigste Layer 2 Technologie aktuell, wo gibt Optimistic Rollups, Zero Knowledge Proof basierte Rollups, wo man sehr, sehr viele Transaktionen zusammenfasst zu einer und dadurch 100 bis 1000-fach Skalierbarkeit bekommt. Das heißt, dass man ganz, ganz grob gesprochen in etwa 1000 Transaktionen zu einer zusammenfasst. Dafür braucht man aber ein Data Availability Layer und das könnten diese Shards sein. Und es kann sein, dass es schon dabei bleibt, dass Smart Contract Execution gar nicht direkt zu Shards kommt. Was wird noch passieren, wenn Phase 1 kommt? Die Rendau wird dann mehrere, nicht nur dieses eine Komitee und für Block Proposal haben wir jetzt für die Beacon Chain, sondern kommen 64 dazu für jeden einzelnen Shard. Diese Validator-Komitee werden auch Cross-Links hinzufügen. Das sind Links zum Kopf einer Shard-Chain und nicht zur Beacon-Chain. Das ist nötig, um Cross-Shard-Transaktionen zu machen. Ja, aber hier die Details habe ich selber noch nicht ganz verstanden. Da muss ich mal wieder die Spezifikation reinschauen, wo wir da gerade stehen, wie es am besten bewerkstelligt wird. Dann kommt Phase 1.5. Hier kommt dann die aktuelle Ethereum-Chain, also das Mainnet, als Shard hinzu. Das ist der Tag, auf den ich mich eigentlich am meisten freue, weil das ist der Tag, wo dann Proof-of-Stake wirklich der Konsensus-Algorithmus von Ethereum ist und Proof-of-Work abgeschaltet wird. Also Phase 1.5, die aktuelle Proof-of-Work-Konsensus wird ersetzt durch die Beacon-Chain, die auf Proof-of-Stake läuft und damit passiert der Konsensus-Algorithmus. Aber es gibt auch die anderen Shards schon. Das heißt, man kann die anderen Shards, wie gesagt, als Data Availability für Rollups verwenden. Und in dieser Phase heißt das, man hätte einen Shard, nämlich den Ethereum 1.x Shard, der voll Smart Contract fähig ist mit einer EVM. Und die anderen Shards, die dienen dann einfach als für Data Availability ohne Smart Contract Execution. Hier ein Zitat von Vitalik dazu. Er sagte,
Everyone will have already adopted to a roll-up centric world, whether we like it or not, and by that point it will be easier to continue down that path than to try to bring everyone back to the base chain for no clear benefit in a 20-100x reduction in scalability. Das heißt, wenn es weiter so die Entwicklung geht und wir alle auf uns auf Roll-ups konzentrieren, ist eigentlich kein Sinn, dagegen zu steuern. Und warum sollte man versuchen, dann alles wieder in diesen Layer 1 reinzupacken und kann eben die Shards dann einfach so lassen, wie sie sind und sagen, es gibt keine Smart Contract Execution in den Shards, passiert alles in Layer 2. Und die Shards sind eben nur da, um die Roll-ups quasi zu verankern, könnte man sagen. So, das könnte also schon das alles gewesen sein. Wenn es weitergeht und eine Phase 2.0 kommt, was offen ist, dann wäre ein logischer Schritt zu sagen, jeder Shard ist dann auch fähig, Smart Contract auszuführen, eventuell ein Upgrade von EVM zu EWASM. Programmierer kennen WASM, WebAssembly, tolle Sache. Moderne Backend-Programmiersprachen, wie zum Beispiel Rust, kompilieren auch zu WebAssembly. Bedeutet also, man kann in diese ganze Toolchain, die jetzt verfügbar ist für WebAssembly, einfach mit reingehen, mit nutzen. Man kann WebAssembly nicht 1:1 nutzen, vor allem der Fakt, dass man dort keine Zähler drin hat, wie teuer einzelne Operationen sind. Das ist ein großes Mango. Das heißt, EWASM ist quasi eine Ethereum-Art oder eine Ethereum-Fork oder Dialekt, könnte man sagen, von WebAssembly, wo vor allem auch reinkommt, dass man einzelne Operationen mitzählt, wie viel die kosten. Das hat viele Vor- und Nachteile. Der große Nachteil ist im Wesentlichen, dass die ganze Toolchain, also die ganzen DevTools, die es gibt, die Programmiersprachen wie Solidity und der Compiler, viele Remix oder andere Tools, alle massiv abgeändert werden müssten. Ich weiß nicht, ob es der Nutzen wert ist, müsste man sehen. Die EVM, die Ethereum Virtual Machine, zugegebenermaßen ist extrem simpel und sehr, sehr einfach gestrickt. Es ist ein einfacher, stack-basierter Push-Pop-Virtual Machine. Ganz, ganz simple Sache. EWASM ist da wesentlich fortgeschrittener, besser. Aber ist es das wert, alles nochmal zu ändern, alles nochmal Contracts abzugraden? Weiß ich nicht. Kann auch sein, es gibt vielleicht einzelne Shards, die EWASM haben, einige Shards oder Ethereum 1.0, was bei der EVM bleibt. Ich glaube, das ist, also die Ethereum 1.0-Chain zu upgraden, halte ich für extrem riskant oder nicht unbedingt nötig. Ich wäre eh dafür zu sagen, das nur auf einzelne Shards zu tun. Das ist immer so eine Roadmap, die Vitalik geschrieben hat, in welche Richtung das Ganze gehen könnte. Viele Dinge, die man sich noch angucken kann. Also Ethereum, also Phase 2.0 von Ethereum 2.0 ist noch sehr offen. Hier nochmal die ganze Übersicht. Das ist bisher fast schon fertig mit meinem kleinen Vortrag. Wo stehen wir heute? Wir stehen heute in Phase 0. Die Beacon Chain ist gelauncht und es existiert komplett in der parallelen Ethereum 1 Chain. Mit existing User Data, Dapps, alles was im heute zur DeFi-Welt, alles was läuft. Es gibt heute schon Rollups, die Ethereum nutzen, das Layer 1 als Anker. Und in den Rollups, sprich Layer 2, laufen auch schon viele Transaktionen. Auch Loopring oder Uniswap Version 2 und 3 gibt es schon viel, wo man versucht, eben viel in den Layer 2 zu machen. Das ist Stand heute. Wenn die Phase 1 kommt, werden zu dieser Beacon Chain die einzelnen Shards kommen. Hier wird dann diese Layer 2 Protokolle anfangen, ihre Daten in die Shards zu packen. Ich glaube, die werden ihren Base Smart Contract weiterhin auf Ethereum 1.0 haben, so wie heute. Aber die Daten, wenn man zum Beispiel sich von Starkware bei Lithium anschaut, die haben extra ein eigenes Konsortium gegründet, wo die Daten sind. Dafür ist ihr Zero Knowledge basierter Rollup hat einen Faktor von 1000. Wenn man wiederum anschaut, was ZK-Sync macht, die schreiben alle Daten in die Ethereum 1.0 Chain. Daraufhin haben sie aber nur einen Faktor von ungefähr 100, den sie dadurch gewinnen. Wenn jetzt ZK-Sync sage, schreiben die Daten in den Chart, kommen sie eben auch auf einen 1000 von, Faktor von ungefähr 1000, was Skalierbarkeit angeht. So, das wird also in naher Zukunft passieren, hoffentlich. Phase 1.5 wird dann sein, wenn Ethereum Mainnet dazukommt und Proof of Work ausgeschalten wird und Phase 2 eben eventuell mehr Fähigkeiten, die Shards, Smart Contract Fähigkeiten und so weiter hinzugepackt wird. Das ist eigentlich so die Übersicht. In der Zukunft wird man nicht mehr sagen, Ethereum 2, Ethereum 1 wird einfach nur noch Ethereum heißen. Ist einfach nur eine Art und Weise, wie man ein existierendes Netzwerk update. Es ist wirklich wie, wir tauschen den Motor eines Flugzeugs aus, während wir fliegen. So muss man sich das vorstellen. Und das ist quasi eine Art und Weise, wie man das tun kann.
Hier, ich habe nochmal einen Link, falls wir vorhin irgendwie rumgehen, von einem Tweet von Vitalik, wo er mal versucht hat, in einer Grafik die gesamten Ethereum-Roadmap und Forschungsthemen mal aufzuzeigen. Ist wahrscheinlich zu klein für die meisten zum Lesen, aber wer die Slides direkt bekommt, kann einen Link mal reinschauen. Gut, damit will ich schließen mit noch einem Zitat von Vitalik, was sehr gut die Entwicklermentalität beschreibt, vielleicht auch besonders im Gegensatz zu Bitcoin. Bitcoin hat nun mal einen großen Mehrwert, auch dadurch, dass es sich nicht mehr ändert, dass man gesagt hat, die Regeln stehen fest, wir werden dort nichts mehr anpassen, dass es eben keine mächtige Bitcoin Foundation gibt oder eine Entwickler-Community, die starken Einfluss aufs Protokoll hat. Das Bitcoin-Protokoll ist eigentlich Stein gemeißelt. Es ist nicht das Beste, es ist nicht sehr fähig, aber das, was es macht, tut es gut. Und das gibt eine sehr große Sicherheit, weil man weiß, es wird daran sich nicht viel ändern. Ich habe ein Zitat, weiß nicht mehr von wem, wo es gelesen hat, was ich sehr schön fand. Bitcoin ist eine Währung, die eine Blockchain braucht, um zu funktionieren. Ethereum ist eine Blockchain, die eine Währung braucht, um zu funktionieren. Und die Blockchain aber und die Idee, eine dezentrale App-Plattform zu schaffen, das ist der Hauptpunkt. Und dafür heißt, ist viel Arbeit nötig, viel Anpassung nötig. Deshalb ist die Geldpolitik und Monetary Policy bei Ethereum eher bedarfsorientiert. Was brauche ich, damit diese dezentrale App-Plattform läuft? Das ist doch wichtig. Nicht, was ist am besten, um Ether als Währung zu validieren und zu unterstützen. Das ist ein ganz anderer Ausgangspunkt, weil Ethereum ist sich treu geblieben dem White Paper, was Vitalik geschrieben hat, in allererster Linie eine Plattform für Smart Contracts und dezentrale Applikationen zu sein, die eben auch eine Währung braucht, um zu funktionieren, Konsensus und so weiter. Aber ist eigentlich die Währung steht an zweiter Stelle und die dezentrale App-Plattform an erster Stelle. Ich lese das Zitat mal kurz vor. The Ethereum ecosystem has a resolute goal of being a stable and dependable system in the long run. But if you're here in Ethereum today, you should be here not because you believe the current rules, economic or technical, deserve to be protected and stabilized at all costs, but because you believe in where the ecosystem is going. In 2 years, the main task will be to stabilize and cherish what you will have built. Until then, participation in Ethereum is unavoidably in part a prediction that the roadmap is a good one, that once this upgrading process ends, we actually get to a place where the network is efficient and stable and powerful and capable of being the base of significant parts of the global economy. In anderen Worten, wer heute bei Ethereum dabei ist, ist das nicht, weil er sagt, die aktuellen Regeln, technisch oder auch ökonomisch, sind es wert, geschützt zu werden und das ist das Wichtigste, wie bei Bitcoin das der Fall ist. Nein, wir sagen, der Weg, wo wir hingehen wollen, ist es wert, hinzugehen. Wir wollen irgendwann an den Punkt kommen, wo das Protokoll fix ist und sich nicht mehr ändert. So wie E-Mail, SMTP ändert sich auch nicht mehr, obwohl man vielleicht keine Anpassung machen würde, aber es lohnt sich nicht. Es tut seinen Zweck und es reicht. Wenn Ethereum-Protokoll soweit ist, dass das einwandfrei als Layer-1-Protokoll funktioniert, kann weiterhin viel Innovation im Layer 2 und irgendwann, keine Ahnung, Layer 3 passieren. Aber erst dann beginnt man, das einzufrieren und zu halten. Und dann wird auch meiner Meinung nach der Ether als Währung noch mehr Credibility bekommen, weil man weiß, dass die Finanzpolitik oder Geldpolitik, wenn man es mal so nennen möchte, ist dann erst wirklich in den Stein gemeißelt. Aber jetzt wäre das noch viel zu früh. Das heißt, wir sind eigentlich, wenn man es mal mit Bitcoin vergleicht, wahrscheinlich noch im Jahr 1, 2 oder 3, einfach noch viel zu früh, um was in Stein zu meißeln. Aber ich denke, wir werden irgendwann dahin kommen. Also ich freue mich ganz sehr auf die Zukunft und ich freue mich, an so einem Projekt mitgearbeitet zu haben und es noch zu tun. Gut. Das war's von meiner Seite. Jetzt denke ich, können wir das Ganze ein bisschen für Fragen öffnen. Ja, Christoph, erstmal recht, recht vielen Dank für deinen sehr ausführlichen und auch umfassenden Vortrag. Ich habe zwei erste Fragen. Die erste ist, wie kommen und können man neue Validatoren in Ethereum 2.0 aufgenommen werden oder wie erfolgt das? Wie kann man sozusagen mit diesem Mindesteinsatz von 32 Ether dort Validator werden? Wie ist der Weg? Also wenn es auf die Ethereum.org-Webseite gibt es Software, die dabei hilft. Technisch gesehen heißt das, ich gehe in der Ethereum 1.0, den Deposit Contract, hinterlege dort die 32 Ether, damit bin ich dort registriert und kann dann anfangen, in der Beacon Chain Blöcke mit zu erzeugen, weil ich mit in dem Validator-Set bin und die Rundown schlägt mich vor als Validator. Ich muss einfach die Ethereum 2.0 Software laufen lassen. Hier gibt es übrigens nicht nur eine. Es gibt viele Clients, Prism und andere, die man nutzen kann. Man muss sich also quasi für einen Client, also Ethereum 2.0 Client entscheiden
und das Deposit hinterlegt haben. Und wie gesagt, es gibt keine Skripte und Zusatzsoftware, die einem dabei helfen, dass man es nicht händisch machen muss. Die findet man auf der ethereum.org-Webseite. Mhm. Und dadurch, dass jetzt 130.000 circa Validatoren mit 32 ETH, Marktwert von circa 2.500 oder 3.000 Dollar, wir haben circa 15 Milliarden Dollar alleine, die geparkt sind, um die Blockchain Ethereum 2, sag ich mal, abzudecken, abzusichern. Wie schätzt du das ein? Wird sich der Validatorenanteil in der Zukunft entwickeln? Wird der aufgrund der anzunehmenden Steigerung des Marktwertes von Ether die jetzigen Validatoren dazu verführen, Kasse machen zu wollen? Oder denkst du, dass da noch mehr prozentual vom Marktwert dazukommt? Circa sind das jetzt 4% des gesamten marktkapitalisierten Ethereum-Marktwertes, die in, sozusagen in den Validatoren im Staking stecken. Wie schätzt du dort die Entwicklung ein? Also was ist das bei Verkäufen? Jemand Kasse machen, jeder Verkäufer heißt, hat auch einen Käufer. So, und der Käufer kann genau dasselbe machen. Also das ist eigentlich nur, dieses Trading wird sich maximal auf Ether-Preis auswirken, aber nicht auf Staking. Das wird erstmal zwei, ist ja so zwei getrennt voneinander, muss man komplett voneinander getrennt sehen. Prinzipiell wird sich ein ökonomisches Gleichgewicht einpendeln, ähnlich wie beim Mining. Beim Mining ist es so, wenn der Bitcoin-Preis hochgeht, lohnt sich es wieder, mein Miner anzuschalten, weil ich sage, ja, das die Belohnung kann damit meine Einmalkosten für Hardware und meine Stromkosten decken. Und bei Proof-of-Stake ist es ähnlich. Es gibt Zinsen. Ich sage es mal, dass Zinsen ist vereinfacht ausgesprochen. Wenn es aktuell 8% sind, sagen Leute, ja, das lohnt sich für mich reinzugehen. Oder irgendwann sagt man 8% so viel. Vielleicht pendelt es ein bei 2-3% irgendwas in der Größenordnung. Wenn Leute sagen, nein, ich parke mein Geld hier woanders, wo ich höhere Zinsen bekomme oder wo ich Risikokapital-Investments machen, wo ich mir mehr von erwarte. Erst der Punkt wird sich einfach irgendwo einpedern. Das heißt, jetzt momentan 8% halte ich für sehr, sehr hoch. Das heißt, es wird noch viel passieren. Ich glaube, es wird noch viel, viel mehr Ether da reingeben. Es wird mehr Validatoren geben. Der Hauptgrund, warum es noch nicht passiert, ist, weil A, gibt es noch kein Ethereum 2.0. Also die Beacon Chain ist erstmal nur ein Brückeninstrument. Wir warten mindestens auf Phase 1.5, wo die Ethereum 2-Token quasi zu Ethereum-Token werden und wie Liquid, also flüssig werden und handelbar. Das ist ein Risiko, dass man nicht rankommt für eine gewisse Zeit, also an Opportunity Cost, und die lässt man sich dadurch bezahlen. Aber spätestens, wenn das vorbei ist, wenn die Phase 1.5 da ist und man ganz schnell rein und raus kann, denke ich, würde es mindestens so viel Validator oder das gestakte Ether geben, dass wir in irgendeinem Bereich von, keine Ahnung, 2-4% Staking Rewards sind. Okay, weitere Fragen. Also ihr könnt nicht nur Fragen im Chat stellen, sondern ihr könnt ja euer Mikrofon anschalten und diese Fragen ja bitte auch gern live stellen. Ja, dann hallo erstmal. Hallo, der Mario hier. Hört ihr mich? Hallo? Ja, du bist schön. Optimal. Ja, ich erstmal danke für den geilen Vortrag. Zusammen mit dem Talk hier mit Ralf und dem Thor finde ich das eine sehr gute Umfassung von dem Thema. Und ich wollte gerne mal fragen, ob du uns erklären kannst, bitte, was in dem Berlin-Upgrade genau passiert ist letztens, dass die Gas-Fees sich fast gedrittelt haben zurzeit. Ob du das genau erklären kannst vielleicht. Ich kann es dir nicht im Detail erklären, warum es jetzt wirklich getrittelt hat. Der ERP 1559 war es, glaube ich. Das sorgt im Wesentlichen, war das Ziel eigentlich stabilere Gaspreise. Ich muss dir ehrlich sagen, ich weiß nicht, warum die Gaspreise runtergegangen sind. Aber der kommt ja erst im London, im Juni, der ERP 1559. Stimmt, der ist ja noch gar nicht aktiv. Da hast du völlig recht. Der kommt erst im London Hard Fork. Also alles klar, ich kann dir nicht erklären, warum die runtergegangen sind. Ich weiß nicht, ob das Block-Gas-Limit ein bisschen angehoben wurde. Ich habe lange nicht mehr reingeguckt. Schau mal ganz kurz. Ich glaube, es ist leicht gestiegen. Ne? Es war mal bei 12, ich glaube, es sind bei 15 Millionen. Ja, hier ist Johannes. Johannes, ich kann darauf danke. Antworten, sein. Möchtest, Christoph. Ja, gerne. Also es gibt zwei Faktoren, die wahrscheinlich dort reinspielen. Der eine nicht ganz so starke Faktor, der aber durchaus mit beigetragen hat, ist die Anhebung des Block-Gas-Limits. Ja, das bedeutet einfach, dass in einem Block mehr Transaktions-, also Rechenkapazität für Transaktionen zur Verfügung steht. Der Block-Space hat sich vergrößert, das ist aber der kleinere Anteil.
Das, was wirklich den entscheidenden Unterschied bringt, ist das Erscheinen von sogenannten Flashbots. Dadurch wird ein Teil des preistreibenden Wettbewerbs vorne in einem Block, also als erstes ausgeführt zu werden, um Arbitrage in Ethereum zu machen, wird sozusagen vom Markt genommen. Das, was diese First Price Auction, die den Preis festlegt für Gas, also wie viel Ethereum man für eine Einheit Gas bezahlen muss, was den immer hochgetrieben hat, war, dass es Leute gab, die Arbitrage machen wollten. Und da die nicht wissen, wie viel die anderen bieten, mussten sie sozusagen mit sehr, sehr hohen Preisen einsteigen, um vorne im Block dran zu kommen und als erstes sozusagen bestimmte Arbitrage-Möglichkeiten, zum Beispiel zwischen On-Chain-Exchanges, auszunutzen. Dafür gibt es jetzt eine alternative Technologie, die sogenannten Flashbots, und dieser Wettbewerb fällt komplett weg. Ja, und das bedeutet, dass die ganzen Transaktionen, die immer gefailed sind, also die sozusagen eine Arbitrage-Möglichkeit nicht bekommen haben, die sind dann fehlgeschlagen, mussten trotzdem Gas bezahlen, haben Blockspace verbraucht, die fallen jetzt komplett weg. Und in jedem Block gibt es eine Haupt-Arbitrage-Transaktion und danach noch ein paar kleinere. Und das war's. Und der Blockspace steht jetzt plötzlich den Leuten tatsächlich zur Verfügung, die eben andere Dinge tun wollen, die nicht direkt mit Arbitrage oder mit so Möglichkeiten von Liquidierungen und Ähnlichem zu tun haben. Und im Moment ist die Vermutung, dass das den allergrößten Anteil an der Reduktion des Gaspreises hat. Okay, sehr geil. Danke. Da kann man endlich wieder bei Uniswap ordentlich Shitcoins gamblen. Wenn das dein Hobby ist, ja. Vielleicht, wer den Chat noch nicht gesehen hat, währenddessen oder heute ist Uniswap Version 3.0 live gegangen oder wer unseres Meetups zur Information los. Aber Uniswap hat wahrscheinlich genauso eine geile Zukunft wie Ethereum 2.0 vor sich. Zumal ja Uniswap-Protokoll bisher auf Ethereum seine Heimat hat, hauptsächlich. Weitere Fragen? Ja, hallo. Ich hätte noch eine kleine Anmerkung. Und zwar haben wir die Phasen getauscht. Phase 1,5 kommt jetzt vor Phase 1, also der Merge von Ethereum 2 und Ethereum 1 kommt jetzt vor Sharding, weil einfach der politische Druck sehr hoch war, möglichst schnell Proof of Stake zu machen. Und ja. Deswegen wurden die Phasen getauscht. Wir sind gerade dabei. Ich weiß nicht, ob man das schon so offiziell sagen kann. Also auf jeden Fall, ja, ist der Wunsch da, das so zu tun. Doch, es ist ziemlich, ziemlich sicher, Christoph. Das aktuell sozusagen auf diesem Hackathon, der jetzt gerade... Da gibt es ein YouTube-Video von Vitalik, wo er das nochmal im Moment tatsächlich so darstellt, als ob das ein ganz, ganz, ganz breiter Konsens wäre. Also das klang nicht mehr so, als ob es da in den Core-Entwicklern auch noch irgendeinen Zweifel gab, dass man das umtauscht. Ist natürlich nicht hundertprozentig sicher, aber ich würde sagen... Ist nicht gut, ich muss sagen, der Vortrag stammt leider noch vom letzten Jahr Dezember. Ich musste wahrscheinlich wieder updaten, da habt ihr völlig recht. Deshalb habe ich quasi nicht die neueste Information bekommen. Ich habe da vorne präsent gelesen, aber ich habe noch nicht den letzten Stand verfolgt, was es der Konsens ist. Aber wenn das so ist, dass quasi jetzt schon das vorgezogen werden soll, ich wusste nicht, dass ich wirklich schon dafür entschieden habe. Ich war bis jetzt nur auf den Stand, dass der Wunsch auf jeden Fall da war und man überlegt, ob die Machbarkeit von der Zeit her bis irgendwann Herbst oder was möglich ist oder nicht. Ja, also, es scheint die beste Planung zu sein und vor allem ist ja auch der Konsens in der Community, auf den es am Ende ankommt, eindeutig in diese Richtung. Also es sieht so aus, ich würde darauf wetten, dass das passiert. Nicht unbedingt würde ich darauf wetten, dass es im Herbst passiert, aber es passiert so schnell wie möglich und auf jeden Fall in der Reihenfolge, wie Marius gesagt hat. Also die Charts quasi später hinzugefügt, zuerst quasi den einen Chart Ethereum 1.x merchen und die anderen 64 Charts später hinzufügen. Ja, genau. Also wir haben letzten Freitag das erste Testnetz für den Merge erfolgreich gestartet und es hat auch funktioniert. Ich muss kurz fragen, wer ist wir? Wer spricht gerade? Ich bin Marius. Ich arbeite im Geth-Team GoEthereum. Toll. Und ja, also es wird langsam. Das erste Testnetz hatte natürlich ein paar Probleme, weil wir 3 Ethereum 1 Clients plus 4 Ethereum 2 Clients
waren natürlich viele Probleme da, vor allem auf der Ethereum 2-Seite, weil die ja jetzt auf einmal Transaktionen vom Ethereum 1-Netzwerk signieren müssen. Aber sieht ganz gut aus. So. Also haben wir quasi hier Leute vom Core-Team, das doch viel besser rauskommt als ich. Ich habe doch, dafür bin ich schon viel zu lange schon raus aus der Ethereum Foundation, als dass ich die neuesten Informationen wie jemand aus dem Core-Go-Team habe. Freut mich, dich hier zu haben. Wenn du jetzt hier bist, dann würde mich mal interessieren, wie der Kanal war, wie du hierher gefunden hast. Kanntest du schon von vorher oder bist du jetzt irgendwie anders zu diesem Meetup gekommen? Ich wollte eigentlich gestern ein Meetup halten über den Merch, über was wir gerade machen mit dem Rayonism-Projekt. Und oder die Veranstalter gesagt, dass am nächsten Tag euer Meetup ist. Und wir haben es deswegen um eine Woche verschoben. Also nächsten Dienstag, wenn ihr Lust habt, Blockchain Darmstadt veranstaltet ein Meetup über halt alles, was bezüglich Merch von Ethereum 2 und Ethereum 1. Und dann habe ich euch gefunden. Und ich finde es ein ziemlich cooles Meetup, ziemlich technisch, was mir sehr gefällt. Ich glaube, ich komme öfter her. Ja, schön, gerne, danke. Und ich glaube, Marius, alle anderen neuen Gäste, ja, nicht nur über dich, aber ja, trotzdem, schönes Marius, gerne auch, lass uns in Kontakt bleiben. Ich glaube, dass wir hier dazu auch durchaus immer mal alle halbe Jahre ein Update brauchen. Und gerne, ja, ich sehe es gerade, der Link für das Darmstadt-Meetup wurde hier gerade im Chat gepostet. Super. Wir vernetzen uns sowieso über die Meetups immer mehr, hoffentlich, oder probieren es zumindest mit dem Stuttgarter Meetup. Gerne auch das Darmstädter Meetup oder wenn jemand anders wo teilnimmt und das interessant findet, macht auch Werbung für uns. Wir sind immer an einem Austausch interessiert und natürlich auch immer daran interessiert, Gastvorträge mit interessanten Themen auch hier bei uns zu platzieren. Insofern, aber wir wollen nicht alles nur ausschließlich im Blockchain-Meetup Sachsen haben. Insofern, ja, danke, danke, danke und weitere Fragen. Ja, offensichtlich. Ich habe noch mal eine Frage. Reicht auch noch. Christoph, du hast ja am Anfang auch so ein bisschen die Historie dargestellt. Also erstmal danke nochmal für den Vortrag. Richtig cool. Und was war deiner Meinung nach die wirklich kritischste Phase bei der Ethereum, bei der Reise so zurück, wenn du dich jetzt mal so an die letzten 4-5 Jahre zurückerinnerst? Also klar, das mit Shanghai gesagt, das vielleicht auch mit dem Hardfork. Was ist deiner Meinung nach die wirklich kritischste Phase gewesen, wo das ganze Projekt hätte auch scheitern können? Da gab es tatsächlich viele. Also wenn man ganz am Anfang schaut, wie sich ich habe vorhin Gavin Wood erwähnt. Gavin Wood war für mich eine ganz, ganz wichtige Schlüsselfigur von Ethereum, die heute nicht als solche gesehen wird, wie was er geleistet hat. Ohne Gavin gäbe es kein Ethereum, meiner Meinung nach. Nur bei weitem nicht das, was es heute war. Vitalik brauchte Gavin. Und wir wissen, Gavin ist dann leider gegangen und hat dann sein eigenes Ding gemacht. Erst hieß das übrigens ETHCore, später umbenannt in Parity, Parity-Client gebaut und jetzt Polkadot. Was wäre gewesen, wenn Gavin geblieben wäre? Oder was wäre, wenn sie es noch eher verstritten hätten? Also wir wissen vielleicht auch schon vor meiner Zeit, Charles Hoskinson, damals CEO von Ethereum, er wollte ja Ethereum mehr in eine kommerzielle Richtung drücken. Und die haben sich verstritten, Charles ist gegangen, Charles hat Cardano gemacht. Also die ganzen Streitigkeiten zwischen den Gründerfiguren am Anfang, die waren schon sehr nervenaufreibend. Hier muss ich einfach noch sagen, Vitalik hat immer ganz klar seine Linie gehalten und sehr, sehr beeindruckend auch für sein Alter. Man muss bedenken, er war damals, glaube ich, 19, ne? Und trotzdem so die Linie durchgezogen hat, ganz, ganz wichtig. Es gab immer viele, viele kritische Momente. Es gab viele Forks am Anfang, aus technischen Gründen. Doch da war die Community noch so klein, da war es 3-4 Anrufe zu den Minern mit dem Upgraden und fertig. Der DAO-Fork war schon eine sehr, sehr nervenaufreibende und kritische Geschichte, weil es war aber unklar, wie die Community darauf reagiert und was daraus wurde danach.
wie wichtig war dieser Immutability-Gedanke? War auf jeden Fall so ein Lackmustest für die Ethereum-Community oder für, auch technisch gesehen. Also es gab ganz, ganz, ganz viele Tiefen, muss man sagen, aber auch viele Höhen. Und ich muss sagen, Ethereum ist erfolgreich nicht wegen vielleicht allen, die mitgemacht haben, sondern eher trotz. Aber das meine ich nicht böse, sondern einfach nur, dass es waren ganz tolle Leute dabei, aber die Technologie war, hat einfach zur richtigen Zeit die richtige Technologie und das hat einfach alles ausgemacht. Und der Rest hat einfach nur zum Glück irgendwie halbwegs funktioniert. Das war ein ganz schönes Sauhaufen, sagen wir es mal so. Der Sauhaufen ist es heute, glaube ich, nicht mehr. Die Ethereum Foundation ist heute in einem wesentlich besseren Zustand und wesentlich solider, als sie es damals war. Ich meine, auch das Geld am Anfang. Ich meine, es gab 18 Millionen und es war der Konsens, wenn man saß zusammen, dass wir jetzt die Hälfte verkaufen, aber keiner hat es gemacht. Und ein paar Wochen später waren es noch 9 Millionen. Also so sind die ersten 9 Millionen erstmal draufgegangen. Und da ist aber gar nichts passiert. Es gab so eine Verschwendung damals in der Ethereum Foundation. Und als dann Ming kam, das muss erstmal aufräumen. Jetzt hat Aya übernommen in der Foundation. Also es war ein extremer Sauhaufen, aber hat extrem viel Spaß gemacht. Es ging einfach nur um Technologie. Und alles andere war zweitrangig. Aber das Problem war dann schon, also ein wirklicher kritischer Punkt, würde ich sagen, war Ende 2015. Als der Ethereum Foundation das Geld ausgegangen ist und die gesagt haben, es gibt noch 3 Monate, dann ist Schluss. Da bin ich gegangen, habe Socket gegründet, weil ich wusste, okay, 3 Monate ungefähr, dann ist es sowieso vorbei. Zwar gibt es danach noch Ethereum, aber nicht mehr die Foundation, finanziell zumindest. Und ich wollte auf Ethereum aufbauen und dann Socket machen. Gavin ist gegangen, hat eben Parity oder heute Polkadot gemacht. Und viele andere sind auch gegangen. Das gesamte C++-Team wurde aus finanziellen Gründen gecancelt. Deshalb gab es danach nur noch offiziell von der Foundation den Go-Client. Früher hat die Foundation den Python-Client, den C++-Client, den Go-Client finanziert. Dann damals Ende 2015, weil es Geld knapp wurde, eben nur noch den Go-Client. Anfang 2016 ging dann der Ether-Preis doch noch hoch und dann eben auch mit der DAO und allem, was danach passiert ist, sodass die Foundation doch noch genug Geld hatte. Ming hat dann aufgeräumt. Also diese Geschichten, die gab es schon alle. Aber Ethereum war einfach extrem widerstandsfähig und so ein kleiner Stehaufmenschen, was irgendwie nicht tot zu kriegen ist. Ja, eine der Fragen, die vorhin im Chat waren, gibt es eine Prognose und wenn ja, warum zur Entwicklung des Gaspreises in Ethereum 2.0? Boah, ganz schwer vorherzusagen. Also ich meine, erstmal weiß man nicht, wie hoch die Nachfrage wird. Wenn die Nachfrage nicht steigt und so ist wie jetzt, dann soll es natürlich signifikant mindestens ein Faktor 64 sinken, aber wahrscheinlich noch mehr. Ja, kann man schwer sagen. Weiß nicht, Johannes oder Marius, ob ihr irgendwelche Gedanken dazu habt, aber kann man nicht wirklich vorhersagen. Aber es wird hoffentlich weniger. Aber der Demand wird natürlich mehr, also wer weiß. Wenn man mal alle Transaktionen, die man sich vorstellen kann, die passieren könnten, auch mit Mikrotransaktionen und trotz Einführung von Layer-2-Protokollen, die vielleicht das Hundertfache des jetzigen Durchsatzes können und in einem 64- oder 1024-fachen Sharding. Wenn man alle Finanztransaktionen und alle noch kommenden Minimal-Mikrotransaktionen abbilden wollte, ist dann Ethereum 2.0 nicht auch schon wieder am Ende der Skalierungsmöglichkeiten, die man heute abschätzen kann oder sehen kann? Wenn man es mal rechnerisch nimmt, also wenn wir zum Beispiel Starkware Rollups nehmen, die haben ungefähr einen Faktor 1000, ganz grob. So, wenn ein Faktor 1000, also 1000 Transaktionen ganz grob komprimiert zu einer. Und das von solch, wenn ich in jedem Chart nur noch solche Transaktionen habe, also Layer 2 Transaktionen, die quasi im kompletten Rollup darstellen, schaffe ich so viele Transaktionen pro Sekunde. Also das Visa-Netzwerk liegt aktuell bei 2000 Transaktionen pro Sekunde. Das ist also kein Problem, das Visa-Netzwerk zumindest abzubilden auf der Ethereum-Chain, vor allem im Rollup. Wenn ich zwei Starkware-Rollups habe, dann kann ich mit 2 Transaktionen pro Sekunde das Visa-Netzwerk abbilden. Und wenn ich 64 Charts habe, die voll sind mit solchen Rollup-Transaktionen, ich müsste jetzt mal ein bisschen Mathematik machen, kann man sich ausrechnen, aber wir sind schon auch bei einem Faktor mehrfach das Visa-Netzwerk. Von daher sollte es schon gehen. Und es gibt noch einen weiteren interessanten Effekt, der auch noch da reinspielt. Also erstens natürlich, was Christoph gesagt hat, plus Optimierungen, die in Zukunft kommen werden. Also sozusagen die jetzt vorberechnete Transaktionskapazität wird
eher steigen als sinken, ne? Weil da sind andere Channels, die für reine Payments zum Beispiel möglich sind, die noch viel höhere Durchsätze haben, gar nicht mit eingerechnet, sondern das sind alles Channels, die Christoph jetzt genannt hat, die für vollständige Smart Contracts geeignet sind. Also ne? Etwas, was sozusagen die volle Möglichkeit von Ethereum ausschöpft. Das ist aber gar nicht für alle Anwendungen nötig. Eine Sache, die Vitalik oft in diesem Vortrag gehintet hat, den ich vorhin auch erwähnt habe, ist, wenn man die Shards, die Blockzeit der Shards jeweils um ein 64. Blockzeit gegeneinander versetzt, ja, also wir werden 64 Shards haben und wenn wir sozusagen die nicht alle synchron laufen lassen, sondern um genau ein 64. versetzt laufen lassen, dann könnte man auch in Multi-Shard-Rollups denken, die sozusagen abwechselnd in alle 64 Shards committen und damit eine 64. Blockzeit hatten, also deutlich unter einer Sekunde, ja, sowas wie eine Viertelsekunde wäre dann sozusagen die Blockzeit der Shards, also die Commit-Zeit der Shards. Und das würde sozusagen noch zusätzlich zu dieser extrem hohen Transaktionszahl pro Sekunde 4 Transaktionen pro Sekunde ermöglichen. Ja, und das ist auch noch so ein Effekt, den ich sehr spannend fand für diesen Vortrag von Vitalik. Man muss die Blockzeiten sozusagen nicht synchron halten. Das ist ein wichtiger Erkenntnis. Johannes, kannst du mir diesen Vortrag von Vitalik mal irgendwie verlinken? Den habe ich schon. Ja, den werde ich dann, genau, den muss ich mir mal raus, suche ich nochmal den Link raus und dann werde ich den irgendwie über den Meetup Slack und an dich nochmal persönlich schicken. Danke. Gut, weitere Fragen. Also wir haben hier jetzt heute die Gelegenheit, wirklich Ethereum 2.0 in der Tiefe und Ansichten zu teilen, zu diskutieren. Deshalb ich hätte nochmal eine Frage. Ich habe auch ganz brav die Handhebenfunktion hier genutzt in Microsoft Teams. Genau. Was ich jetzt eher mal auf der nicht-technischen Ebene so denke, ist, grundsätzlich wird es halt immer wieder diesen Pitch in Anführungsstrichen geben, ja, jetzt kommt wieder der Ethereum-Killer und der Ethereum-Killer. Ne? Also lange war es ja das Thema Skalierung, was da immer verkauft wurde. Wie siehst du das, Christoph, oder vielleicht auch Johannes oder die anderen Experten hier? Wenn das Ganze ausgerollt ist, wird es dann weiterhin Angriffsflächen geben, dass man sagt, das kann es nicht und das kann es nicht? Oder wird es dann nochmal massive Netzwerkeffekte geben, dass viele von diesen Alternativen sozusagen auch einfach der Wind aus den Segeln genommen wird? Also Angriffsfläche ist vielleicht ein bisschen das falsche Wort, weil man ja nicht direkt miteinander konkurriert. Aus rein finanzieller Sicht könnte man es vielleicht schon so sehen. Aus rein technischer Sicht, Apple und Microsoft sind zwar tolle Systeme, die sich zwar viele überlappen, aber na und, die beide haben den Kuchen einfach nur größer gemacht. Sie können sich zwar um Anteile streiten, aber ich glaube letztendlich, die andere Systeme, ob das Cosmos, Polkadot, Definity, um nur ein paar zu nennen, die haben alle andere Stärken und Schwächen, sage ich mal. Letztendlich ist es immer nur ein, auf Zeichnung so diese Dreiecke, wo man irgendwo Kompromisse eingeht. Man geht entweder ein bisschen mehr Richtung Zentralisierung, ein bisschen mehr Richtung Dezentralisierung und gewinnt oder verliert dann eben irgendwo anders. Und das heißt, es kann nicht nur einen Sweet Spot geben. Natürlich versucht man mit technischen Innovationen so gut wie möglich die Mitte abzudecken und so groß wie möglich zu werden. Aber es wird immer Systeme geben, die für bestimmten Use Cases einfach besser sind. Das, wo ich schon glaube, wo aktuell Ethereum schwer einzuholen ist, ist eben dieser Netzwerkeffekt, wenn wir sprechen auch von Composability. Das heißt, ich baue mir die Apps zusammen wie so Lego-Bausteine und ich brauche eben da einen Stablecoin, der genug Liquidität hat. Ich brauche einen Exchange wie Uniswap mit genug Liquidität für gewisse Tokens, um irgendwelche andere Sachen wieder zu bauen. Und ob diese schnell in anderen Systemen existieren werden oder aufkommen werden, ist halt fragwürdig. Und für diese Dinge glaube ich, ja, da ist Ethereum momentan zumindest sehr weit voran. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein Spiel mache, irgendein Game-Dev, die diese Abhängigkeit nicht hat, die jetzt nicht unbedingt eine Stablecoin braucht, keinen Zugang zu DeFi, ja, warum nicht auf einem anderen Netzwerk das auch launchen, wo ich vielleicht Kosten sparen kann, wo irgendwas so optimiert wurde, dass ich es mir genau richtig machen kann. Wenn ich sage, ich brauche eine eigene Chain, warum nicht bei Polkadot sagen, ich habe so eine Parachain, die ich an die Relay-Chain andocke. Passt für mein System einfach besser. Ich brauche nicht das aktuelle Ethereum-Ökosystem. Kann gut möglich sein. Und Definity zum Beispiel, das ist eine Plattform, die ist eigentlich gar keine richtige Blockchain, es ist mehr eine dezentrale Cloud. Wenn ich sage, ich gehe Richtung dezentrale Amazon Web Services, das ist so diese Richtung, wieder ein anderer Optimierungsfaktor mit sehr starken Blockchain-Charakteristiken. Ist nicht vergleichbar mit Ethereum, man kann aber ähnlich Applikationen drauf launchen, eben mit anderen Schwerpunkten. Also ich denke, es wird diese verschiedenen Systeme auf jeden Fall weiterhin geben. Es wird weiterhin diese Brückentechnologien geben, wie Torchain und andere
oder Rennprotokoll, die versuchen einfach Brücken zwischen diesen Systemen zu schlagen. Es ist unheimlich schwierig, hier eine gute Vorhersage für die Zukunft zu machen. Ich persönlich glaube, dass Ethereum hoffentlich und auch weiterhin das Zentrum der vor allem finanziellen, die sehr stark auf Censorship Resistant und Dezentralität aussehen, die in diese Richtung sehr stark gehen, die das stark benötigen. Andere Applikationen, wo das nicht so relevant ist, die werden vielleicht auch auf andere Chains ausweichen, weil einfacher zu bauen, günstigere Gaskosten für jetzt zumindest. Weil die ganzen Layer-2-Geschichten, die klingt zwar alles schön, aber es ist nicht so leicht, wirklich die Smart-Contract-basierte Applikation im Layer 2 einfach so mal zu machen. Es ist wesentlich technisch aufwendiger. Und wenn es dann um die Smart-Contracts geht, wenn die in Rollups werden letztendlich nur die Signaturen weggeschnitten. Wenn die Signaturen aber nicht mehr der große Teil sind, sondern nur die Daten, also die State-Änderungen, dann kann ich mit Rollups auch nicht mehr viel wegoptimieren. Solange das State zumindest wie heute noch in Ethereum 1.0 landet, ist man dann vielleicht nur bei 10%, 20%, 30%, die man wegoptimieren kann. Und da kommt man irgendwann auch wieder an Grenzen. Und hierfür wird es ja andere Systeme geben. Ist auch völlig in Ordnung. Also ich sehe es nicht unbedingt alles nur als konkurrierende Systeme, die machen all den Kuchen größer. Ich sehe eine ganz blühende Zukunft für diese bunten Blumenstrauß an dezentralen Protokollen und Netzwerken. Und Ethereum wird weiterhin dort eine ganz große Sonnenblume sein. Ja. Und eine große Rolle spielen. Ja, danke. Und am Ende des Tages ist ja auch so, wenn irgendwo ein Monopol entsteht, dann ist das ja auch nie gut für die Innovation. Ne? Und dann, das ist ja auch wieder Antrieb zur Weiterentwicklung. Von daher, ja, also danke für den Ausblick. Danke dir. Eine weitere Frage aus dem Slack, aus dem Chat von Gabriel Kunzer. Wie relevant siehst du das Smart Contract Risiko bezüglich Turing Completeness von Ethereum versus Chains wie DeFi Chain, die Native DeFi auf Bitcoin Basis non-Turing Complete realisiert und einmal ziemlich hohe Rendite bei Staking und Liquidity Mining erwirtschaftet? Okay, das muss man auseinandernehmen. Smart Contract Risiko, was genau meinst du hier? Aber ich vermute mal Smart Contract Bugs. Wissen wir bei der DAO noch andere, es wird immer wieder Bugs geben, aber mit der Erfahrung werden wir immer resistenter dagegen. Also das Risiko des Smart Contract Fehlschlagen wegen der Turing Completeness, ich meine, streng genommen ist es nicht 100% Turing Complete, weil es gibt immer noch das Gas Limit und dadurch kann man nicht alles machen. Also hier sehe ich das Risiko eher vernachlässigbar. Ich habe mich nicht intensiv mit DeFi Chain und Native DeFi und so weiter beschäftigt, aber wie ich am Anfang schon gesagt habe, auf BTC-Basis Turing Complete. Ich habe am Anfang die Gründe genannt, warum Ethereum nicht Bitcoin genannt hat. Also richtig native DeFi-Sachen, die auf Bitcoin laufen, gibt es für mich eher weniger, weil sie einfach nicht diese Möglichkeit haben, auf Smart-Contract-Basis so viel zu machen. Aber wie gesagt, ich möchte nicht über was sprechen, was ich nicht genau kenne. Also DeFi-Chain und Native-DeFi, wie sehr ausgedrückt wurde, habe ich mich noch nicht beschäftigt auf BTC in dem Sinne. Von daher, keine Ahnung. Ja, wir haben eine weitere Handmeldung, TA. Wer, Tim oder wer ist das? Ich bin das, Ralf. Hallo, dein Kompagnon von DeFi.jetzt. Danke erstmal nochmal, Christoph, für deinen guten Vortrag. Und ich habe eine Frage an Christoph, Johannes und an Marius. Christoph, du hast ja vorhin bei dir in deinem Vortrag auch ein bisschen, also gut Werbung für Ethereum gemacht. Und du hast natürlich auch erzählt, dass damit EWASN eine neue Programmiersprache, ein neues Programmierwerkzeug mit Einzug hält. Was würdest du jetzt Programmierern empfehlen, die jetzt mit Ethereum-Netzwerk einsteigen wollen und was beitragen wollen? Welche Programmiersprache sollten die sich anschauen und verwenden? Und die gleiche also EWASN ist keine Programmiersprache, das ist eher ein Compile-Target. Das heißt, ich kann Rust verwenden mit Compiler und kriege WebAssembly raus. Es gibt Rust-ähnliche also Programmiersprachen, die Smart Contracts auf Rust-Basis machen, die dann eben zu EWASM kompilieren. Stand heute ist immer noch Solidity natürlich die Nummer 1, wenn es direkt um Smart Contracts geht. Für die anderen Tech-Stack nimmt man das, was heute so üblich ist, für Web2-Technologien, JavaScript und Co. Ich persönlich bin auch ein großer Fan inzwischen von Rust, wenn man irgendwo im Backend was machen will, Systemsprachen was machen will. Go ist sicherlich auch eine gute Wahl, da haben wir ja, Marius hier drin, der wird das sicherlich mögen, aber weiß ich gar nicht. Und Marius, habt ihr noch Gedanken dazu? Ich habe heute genug geredet. Ja. Ich beziehe mich auch nochmal wieder auf dieses eine ominöse Video, was ich jetzt schon dreimal erwähnt habe, weil also das war für mich wirklich erhellend, was die aktuelle Sicht von Vitalik und den meisten Core-Entwicklern wohl auch darauf ist. Muss jetzt nicht eins zu eins passen, aber wir haben sie natürlich vorher abgesprochen.
eWASM wird höchstwahrscheinlich nicht auf Layer 1 auf Ethereum jemals kommen. Das würde ich schon sagen, ist auch ziemlich sicher. Aber das liegt hauptsächlich daran, weil auf den Rollups jedes Rollup ja selber über das Execution Environment entscheiden kann. Das heißt also, wo WASM oder eWASM oder was auch immer kommen wird, ist höchstwahrscheinlich auf Layer 2, auf der anderen Ebene. Da gibt es dann Rollups, die werden sich entscheiden, dafür Solidity 1:1 zu supporten, und Rollups, die sich dafür entscheiden werden, ein anderer Execution Environment zu verwenden, ne? Wie zum Beispiel die ZK-basierten Sachen ja heute schon tun. Aber auf Layer 1 erwarte ich eigentlich WASM oder eWASM nicht mehr. Da hat sich Solidity sozusagen zu stark verknöchert schon. Und es ist auch die Frage, ob es sich lohnt. Ja? Wenn man davon ausgeht, dass die Hauptaktivität auf Layer 2 stattfinden wird in Zukunft und auf Layer 1 im Prinzip nur noch das Settlement zwischen den Layers, dann ist das irgendwie auch nur logisch. Ja, ich sehe das ziemlich genauso. Also es gibt zwar immer noch Teams, die an eWASM arbeiten, aber wir im Core unterstützen es nicht und werden es auch wahrscheinlich in näherer Zeit erstmal nicht unterstützen. Es gibt noch zwei coole Smart Contracts, Programmiersprachen. Viper, so Python-ähnlich, und Fey, F-E-I, das ist eine neue Rust-ähnliche Programmiersprache für Smart Contracts. Und die kompilieren alle zu EVM-Bytecode, der dann von der EVM ausgeführt werden kann. Und das Schöne ist, dass das Solidity-Team im Moment ganz viel an Yule arbeitet. Das ist sozusagen eine intermediäre Sprache zwischen Solidity und EVM Bytecode, und das Schöne ist, dass man dann halt das andere Programmiersprachen zu Yule kombinieren kann. Und da ist dann vielleicht die Frage, ob man auch irgendwie einen eWASM zu Yule Compiler oder sowas schreiben kann. Okay, weitere Wortmeldungen. Fragen. Ja, ich hätte eine Frage. Hört man mich? Ja. Okay, vielleicht jetzt mal im Kontrast eine etwas einfachere Frage. Ich bin noch relativ neu in der Kryptowelt und ich habe eine Frage zu den Validatoren. Und so hattest du gesagt, bei Ethereum muss der Validator zum Beispiel 32 ETH hinterlegen, mindestens, damit er seine Arbeit aufnehmen kann. Kannst du vielleicht erklären nochmal kurz, welche Rolle dieses Deposit spielt und warum ich Zinsen zum Beispiel bei Kraken bekomme, wenn ich meinen ETH, sage ich mal, so einem Mining Pool gebe, und welche Rolle spielt dieses Deposit? Warum braucht der Validator das? Man braucht ja quasi, sonst könnte er einfach ganz viele machen, und eine Attacke ist ja ganz leicht, weil wenn man mehr als 66% hat, kann man das Netzwerk angreifen oder eben einen falschen State erzeugen. Von daher, wie sicherst du dich dagegen ab? Proof of Work sichert sich dagegen ab, dass ich sehr, sehr viel Mining Equipment brauche, das zu tun. Bei Ethereum wird es dann so sein, jetzt schon bei der Beacon Chain, ist, dass ich halt sehr, sehr, sehr viele Ether brauche, um 66% der Mining Power im übertragenen Sinne oder Validator Power, Staking Power zu haben. Dafür erstmal die 32 Ether als Deposit. Und dazu kommt natürlich auch, um die Regeln von den Proof-of-Stake-Algorithmus anzuwenden, gilt auch Slashing. Das heißt, wenn ich mich falsch verhalte, verliere ich mein Geld. Also, wie ich vorhin versucht habe, ganz einfach auszudrücken, es geht ja darum, herauszubekommen, wo ist der Konsens, dass das der gültige Block ist. Und vereinfachten Worten ist Proof-of-Stake, ich wette mit meinem Geld darauf, dass das der richtige Block ist. Und auf dem Block, wo die meisten mit Geld drauf wetten, der ist dann auch der richtige. Und wenn ich auf zwei gleichzeitig wette, die miteinander in Konflikt stehen, dann bekomme ich eine Bestrafung. Das ist so ganz einfach erklärt. Das heißt, wenn ich als Angreifer versuche, es geht ja letztendlich darum, das System resistent zu machen gegenüber Angriffen, brauche ich extrem viel Geld, eben 2/3 von dem, was gestaked ist, um da einen anderen Fork oder eine andere Richtung einzuschlagen, die nicht die gültige Chain ist. Daher brauche ich diesen Deposit. Und für diese Arbeit, die man da tut, damit jemand überhaupt ein Incentive hat, überhaupt zu staken, dafür gibt es eben diese kleinen Staking Rewards, die ein paar Prozent pro Jahr sind, damit Leute einen Anreiz haben, es überhaupt zu tun. Meine Blockchains sind letztendlich Bitcoin, Ethereum überhaupt, sind immer große Incentive-Systeme. Also man spricht auch oft von einfach Game Theory oder
einfach die ökonomische Spieltheorie, zu sagen, ich incentiviere Leute, etwas zu tun und schaffe damit ein System, was in sich stabil ist und gegenüber allen möglichen Angreifern gewappnet ist. Und dafür sucht so quasi dieser Deposit. Ich hoffe, es hat ungefähr Sinn gemacht. Es ist dann wahrscheinlich so ähnlich wie bei Bitcoin, sagt man ja auch, wenn man tatsächlich theoretisch diese Rechenleistung hätte, um die Chain zu manipulieren, ist das Incentive größer, dass man die Chain trotzdem wahrheitsgemäß fortführt, ne? Weil die Belohnung ja trotzdem gegeben ist. Ja, und bei Ethereum ist es sogar noch stärker, weil wenn ich versuche, durch diesen Schaden, oder Bitcoin spricht man von 51% Attacken, wenn ich sowas versuche durchzuführen, verliere ich meinen ganzen Stake. Wenn ich das bei Bitcoin mache, habe ich immer noch meine ASICs und mein Mining-Equipment. Dort habe ich maximal meine Stromkosten verbrannt. Bei Ethereum habe ich quasi eine viel, viel finanziell höhere Strafe, wenn ich das versuche. Und dazu kommt noch, dass die Ethereum-Community auch bereit wäre, wenn irgendwas schief geht, einfach einen Hardfork zu machen und auf den sinnvollen State zu setzen und quasi einen potenziellen Angreifer einfach komplett zu slashen, wenn man mal die Sprache benutzt. Ah, cool, vielen Dank für die Antwort. Gut, weitere Fragen? Dann schießt los. Ja, hat sich noch jemand mit A gemeldet? Ja, Frage von mir, Alexander, hallo. Könnt ihr mir, ich bin totaler Noob, Anfänger, habe technisch keinerlei Background, Hintergrundwissen, könnt ihr mir einen praktischen Anwendungsfall für Smart Contracts nennen? Einfach aus eurer praktischen Erfahrung heraus. Danke. Wer möchte? Ja. Ich hab ganz am Anfang von meinem Vortrag eine Liste gehabt von dezentralen Applikationen. Es gibt ja was dezentrale autonome Organisationen zum Beispiel. So sage ich, habe Governance von Funds auf der Blockchain, wo ich sage, jeder kann sich durch seinen Schlüssel, also es gibt Public und Private Key Pairs, das ist so eine Grundlage für jede Blockchain, quasi meinen Schlüssel, mit dem ich mich authentifizieren kann. Und ich habe zum Beispiel einen gemeinsam gemanagten Fonds, wo die Mehrheit entscheidet, wo das Geld hingeht. Das war ein Beispiel einer dezentralen, autonomen Organisation. Eigentlich ist jeder Token ist letztendlich auch ein Smart Contract. Wenn ich sage, ich habe einen Token, der kann zum Beispiel Anteile meiner Firma darstellen oder was anderes darstellen, wie zum Beispiel NFT, Non-Fungible Token, ein Stück, eine einzigartige Kunst oder Literatur, Musik, was auch immer. Und das alles kann ich in einem Smart Contract managen. Es gibt ganz viele Finanzcontracte, zum Beispiel einfach nur ein Trade zwischen zwei Tokens ist letztendlich auch ein Smart Contract. Ja, möchte jemand noch mehr Beispiele bringen oder einen besseren, leicht verständlicheren? Es waren nur ein paar. Also fast alles, was du machst, ist ein Smart Contract. Ja, genau. Das ist eine interessante Sache. Und das steht trotzdem diesem Phänomen entgegen, dass viele Leute glauben, dass man bestimmte Dinge gut mit Smart Contracts lösen kann, die man gar nicht so gut mit Smart Contracts lösen kann. Also wo wir Erfolg festgestellt haben bei Smart, also welche Domäne von Smart Contracts bisher gut erfüllt wurde. Und da denke ich an Organisationen, da denke ich an Exchanges und andere Finanzprodukte. Also das, was bisher sozusagen der Use Case ist, der erfolgreich ist, ist immer, wenn man Interessen zwischen Menschen koordinieren will. Das ist das, was bisher gut funktioniert hat. Zum Beispiel Uniswap als dezentrale Exchange, die mittlerweile ähnlich vergleichbares Volumen hat wie die bisherigen Exchanges, die zentral organisiert sind. Und dort sind die Regeln transparent und plötzlich finden die Leute das attraktiv. Und wo Interessen zwischen Teilnehmern, nicht nur Menschen, aber zwischen Teilnehmern koordiniert werden, da sind Smart Contracts oft geeignet. Vielleicht noch eine Anmerkung, was immer viel verwechselt oder vermischt wird. Es gibt programmierbares Geld und es gibt programmierbare Zahlungen. Und die Smart Contracts werden eigentlich verwendet, um Zahlungen zu programmieren, zumindest hauptsächlich. Weniger, um das Geld zu programmieren. Also programmierbares Geld wäre zum Beispiel ein Geld mit Verfallsdatum oder du darfst das Geld nur nehmen, um das bei Uniswap zu tauschen, das wäre jetzt programmierbares Geld und eine programmierbare Zahlung hat halt irgendwelche anderen Kriterien. Ich schmeiße halt 5 Ether rein und die werden halt gleichmäßig an alle, die halt rechtzeitig die Hand gehoben haben, verteilt zum Beispiel. Das wäre eine programmierbare Zahlung.
Alles klar, vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Hallo, ich habe vielleicht noch ein lustiges Beispiel, wenn wir dafür Zeit haben. Ja. Das ist dieses Pool Together heißt es. Das ist ein Lotto, das komplett auf der Blockchain läuft und funktioniert so, dass man was einzahlen kann. Dieses Geld wird angelegt, verdient ein bisschen Zinsen und alle zusammen werfen das halt in einen Pool und da gibt es dann irgendwie 100 Euro Zinsen nach einer Woche und dann wird per Zufall entschieden, wer dieses Geld kriegt. Und das funktioniert super und macht einfach Spaß. Sogenanntes No-Loss-Lottery-System. Ja. Okay, weitere Fragen und Anmerkungen? Ja, wir sehen jetzt, der Christoph hat schon seinen Ethereum-Programmier-Nachwuchs mit im Meetup. Herzlich willkommen. Und weitere Fragen, Anmerkungen, Ideen? Wenn ich dürfte, würde ich doch noch mal ergänzende Nachfrage stellen. Wer aus der Runde hat schon mal einen Gerichtsprozess um die, ich sag mal, untechnisch gesprochen jetzt als völliger technischer Noob, um die Korrektheit oder Zuordnbarkeit von Smart Contracts führen müssen? Und wie beweise ich das? Brauche ich dann jedes Mal ein Sachverständigengutachten, ein technisches, um das nachvollziehen zu können? Da muss man ja dem Gericht irgendwie nahe bringen. Ne? Was ist da eigentlich passiert? Gab es die Diskussion nicht am Anfang, Code is Law, auch im Zusammenhang mit The DAO, Christoph? Ja, ich habe, meine Antwort darauf ist, also ja, Code is Law, es gibt so viele Missverständnisse dazu. Wenn ich sagen würde, Code is Law, dann nur in dem Kontext, nicht das gesetzliche oder legislative Law. Es gibt auch, ich bin Physiker, es gibt auch die Gesetze der Natur. Law im Sinne von, ein Smart Contract führt einfach genau das aus, wozu er programmiert worden ist. Punkt. Also genauso wie die Gesetze der Natur unbarmherzig einfach nur das tun, was sie tun sollen, Gravitation und so weiter. Genauso ist Code Law, ja, der Programmcode wird genau das tun, wozu er programmiert worden ist. Ob das irgendwas zu tun hat mit dem Gesetz im Sinne von, was eben unsere Verfassung oder menschengemachte Gesetze sagen, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Natürlich kann ich versuchen, einen Smart Contract zu machen, der das abbildet, aber muss ja nicht sein, dass das so ist, wenn ich irgendwo anfange, Equity zu programmieren und sage, ja, es gibt aber einen menschengemachten Vertrag, wo der sagt, dem steht irgendwie das Equity zu, dann gibt es Tokenized Equity auf das Smart Contract, der was anderes macht. Was ist das Richtige? Gut, letztendlich, der Smart Contract kümmert sich nicht drum. Gavin Wood hat damals einen sehr schönen Ausdruck geprägt. Er hat gesagt, Ethereum ist illegal, also alegal. Und nicht illegal, nicht legal, sondern alegal. Und was damit gemeint ist, einfach nur, a system which cannot care. Es ist einfach nur da. Es ist wie das Internet. Ist das Internet legal, illegal? Ist ja egal. Weil das Internet für einfach nur Daten transportieren, das war's. Egal, was ich da rumschicke, es transportiert es einfach. Jetzt kann man natürlich sagen, eine Internetseite kann irgendwelchen Gesetzen folgen oder nicht folgen. Der Server kann ausgeschaltet werden oder nicht, weil das Gesetz das verlangt. Aber das Internet selbst ist erstmal einfach nur das Protokoll, was Daten hin und her schickt. Und genauso ist Ethereum und Smart Contracts einfach nur Code is Law, in dem Sinne, dass es eben einfach nur macht, wozu es programmiert worden ist. Ich selber habe trotz der DAO nicht einmal irgendeinen Gerichtsprozess gehabt, auch nicht wegen der DAO, wo irgendein Prozess gelaufen ist, wo es um irgendwelche Dinge ging, die auf der Blockchain passieren. Deshalb kann ich da nicht aus Erfahrung sprechen. Aber es ist eigentlich schon sehr bezeichnend, dass selbst so etwas wie die DAO, was in der Realwelt Tausende, vielleicht nicht Tausende, aber Dutzende Anwälte beschäftigt hätte und Klagen gegeben hätte, Leute hätten ihr Geld zurückgewollt, dass nichts davon passiert ist in der Ethereum-Welt. Das war einfach nur der Hardfork ist passiert, es hat die Community quasi selbst regulatorisch gelöst, ohne dass sie das Gesetz im Sinne von den Staat und alles, was dazugehört, in irgendeiner Form benötigt hat oder mit eingeschaltet hat. Das war eigentlich schon sehr bezeichnend für die Zeit, was bei, normalerweise, wenn ein Investmentfonds von 150 Millionen durch die Decke geht und kaputt geht und gehackt wird und Diebe und keine Ahnung was, wird normalerweise Staatsanwälte und so weiter eingeschaltet. Nichts davon ist der Fall gewesen. Also ich selber habe noch nie irgendeinen Fall vor Gericht verhandelt, wo es um irgendwelche Smart Contract Daten oder Sachen ging. Weil es irgendjemand hier gibt, der das hat, wäre interessant zu wissen. Also vielleicht wäre das die Frage an Markus, der heute nicht da ist leider, aber wenn es einer weiß, dann weiß der das doch, oder? Richtig. Ja, ich könnte mal noch einen anderen Aspekt hinzufügen. Die Frage ist ja eigentlich ist interessant, aber man kann die Blockchain durchaus dazu benutzen, um Gerichtsverfahren zu vereinfachen. Also natürlich nur in Spezialfällen.
Aber wenn ich zum Beispiel heute eine Idee habe und ich möchte die schützen, dann kann ich sie natürlich als Patent anmelden. Aber ich kann auch etwas anderes tun und die Blockchain dafür nutzen, um zum Beispiel in einem späteren Gerichtsprozess bessere Beweismittel zu haben. Der Fragesteller hat das so formuliert, als ob es sozusagen schwieriger würde durch die Blockchain. Solche Dinge können aber durchaus vereinfacht werden. Wenn ich also jetzt beispielsweise ein quantenphysikalisches Rätsel löse, was in einer Formel ausgedrückt werden kann, und ich hashe das, und diesen Hash schreibe ich auf eine sichere Blockchain, also zu den sicheren Blockchains gehören eigentlich im Moment nur Bitcoin und Ethereum, dann kann ich später vor Gericht nachweisen, dass ich diese Information, also diese Formel als Text, bereits zu einem bestimmten Zeitpunkt besessen habe. Und zwar wahrscheinlich auch gerichtsfest. Es gibt dazu noch nicht viele Beispielprozesse, aber es ist eigentlich sozusagen überhaupt kein Zweifel daran, dass aufgrund der Notion von Zeit einer Blockchain, also das ist das, was auch über eine reine Signatur hinaus dadurch mitgesichert werden kann, ich nachweisen kann, dass ich diese Information zu dem Zeitpunkt bereits hatte. Das ist nur ein kleines Beispiel für ein ganz großes Feld, wo die Blockchain dafür benutzt werden kann, Gerichtsprozesse einfacher zu machen, weil die Beweismittel auf der Blockchain sozusagen unanzweifelbar sind. Ich kann über diesen Informationsschnipsel auf der Blockchain nachweisen, dass ich diese Information zu dem Zeitpunkt hatte oder nachweisen, dass ich jemandem Geld geschickt habe oder nachweisen, dass ich bestimmte Dinge getan habe, im Guten wie im Schlechten. Mir kann auch etwas nachgewiesen werden. Aber ich denke, das wird sich normalisieren und dazu vielleicht sogar führen, dass Gerichtsprozesse in der Realwelt, die diese Sachen betreffen, vielleicht einfacher werden, nicht komplizierter. Also ich habe das praktisch schon genutzt, genau was Johannes gerade gesagt hat, damals noch zu Slocket-Zeiten 2015, glaube ich, war es gewesen, als wir zuerst mal irgendwas Patentähnliches geschrieben haben, waren die ganzen Patentkosten zu hoch, ich habe einfach einen Hash davon gemacht und das in die Blockchain reingesetzt. So, den Hash gibt es und falls es irgendwann mal gebraucht werden sollte, kann ich, genau wie Johannes gesagt hat, beweisen, dass ich das Dokument zu dem Zeitpunkt besessen habe, genau davor. Dieses Tamper-Proof Timestamping ist, denke ich, eine schöne Applikation, die vor Gericht, denke ich, schon auf jeden Fall Gültigkeit hat. Wisst ihr nicht, warum nicht? Also ich glaube auch, da gibt es ja jetzt auch in der Blockchain-Schaufenster Jürgen Mittweider, diesem Förderprojekt vom BMBF, eine umfassende Applikation, die realisiert wird, um Dokumente tamperproof nachweissicher, die dann auch durchaus Gerichtsbestand haben oder Betriebsprüfungsqualität, wie das sonst bei gesetzlichen Vorgängen der Fall ist. Hier muss natürlich der Gesetzgeber noch nachregeln oder das auch mit akzeptieren. Aber das wird kommen. Das ist so sicher wie das Amen der Kirche. Hier gibt es noch eine weitere Meldung. Vielen Dank. Ganz kurz. Nee, warte noch kurz. Ich wollte noch was sagen. Das, was ihr jetzt sagt mit dem Tempo-Proof, mit dem Beweis, ist jetzt weniger eine Antwort auf die Frage, weil das ja auch nicht unbedingt ein Smart Contract sein muss. Die Frage ist eigentlich sind die Smart Contracts so ähnlich wie überhaupt Verträge? Und die ist eigentlich vor 4 Jahren ziemlich intensiv diskutiert worden. Und der Markus hatte da auch einiges, also Markus Büch dazu gesagt. Und der war ja auch bei uns in einem Podcast letztens. Und im Prinzip die aktuelle Meinung ist eigentlich, dass Smart Contracts nur Ausführungsanweisungen sind. Das heißt, die ersetzen nicht zwangsläufig den Vertrag, aber die erleichtern halt die Ausführung. Vielen Dank. Noch ergänzende Erklärung vielleicht zu meiner Nachfrage. Ich wollte gar nicht suggerieren, dass es mit Smart Contracts schwieriger werden würde, vor Gericht Nachweise zu führen. Ich versuche bloß wirklich als absoluter technischer Laie nachzuvollziehen, ob ich in dem Fall dann, ich kann mir vorstellen, ein Hash, das ist einfach, dem Gericht gegenüber darzustellen. Auch vom Umfang her, mir geht es um den Umfang. Aber was würde das bedeuten, wenn ich für die Prüfung der Korrektheit die gesamte Blockchain dem Gericht zur Verfügung stellen müsste? Dass ich das einfach digital zur Verfügung stelle? Okay, aber was würde passieren, wenn ich es ausgedruckt vorlegen muss? So wie unsere Justiz derzeit arbeitet. Muss ich dann eine Blockchain im Umfang von mehreren Gigabyte oder vielleicht Terabyte plötzlich ausdrucken? Oder wie bringe ich die zum Gericht, selbst wenn ich sie digital einreichen will, wo man derzeit digital bis 60 Megabyte im elektronischen Rechtsverkehr bei Gerichten einreichen kann, maximal pro Nachricht, muss ich dann splitten in 50.000 Nachrichten. Das ist so ein bisschen der Hintergrund der Nachfrage. Ganz einfach. Ganz ich wollte nicht, du kannst, nicht irgendwo... Du kannst, ganz einfach, du kannst auch einen Hash einreichen, der auf das Dokument verweist. Glaube ich, das wird in Zukunft akzeptiert und dass wir das Internet noch ausdrucken müssen in der Zukunft. Ich glaube, das ist zur Beweissicherung, Beweisführung nicht notwendig. Also ich glaube, das ist
Das wird schon alles akzeptiert, auch digital, auch ein digitaler Hash. Und es gibt Gutachter zu zu komplexen technischen Sachverhalten, werden dann in solchen Fällen auch Gutachter hinzugezogen und die dann entsprechend auch akzeptiert werden und wo darauf auf dessen Basis dann gutachterlich auch richterliche Entscheidungen gefällt werden. Vielleicht dort noch zur Ergänzung, bevor das Gericht ein Gutachten hinzuzieht, muss vollständig dargelegt werden, dass ein Sachverhalt so stattgefunden hat. Ansonsten ist die Sache nicht beweisfällig. Vielleicht nur als Hintergrund, deswegen auch der Hintergrund vielleicht der Frage, aber ich will es auch nicht zu sehr vertiefen. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Beantwortung und wünsche noch einen schönen Abend. Ich höre weiterhin noch gern zu. Danke. Ja, danke für die Frage. Oh. Weitere Fragen, Anmerkungen, Meinungen? Sollte dies nicht der Fall sein, dann nochmals von mir auch recht herzlichen Dank an dich, Christoph, dass du erneut heute wieder so einen sehr wertvollen, interessanten Vortrag und Beitrag geleistet hast. Auch vielen Dank an das Publikum für eure vielen Fragen, auch für eure Teilnahme. Und ich würde jetzt nochmal meinen Bildschirm teilen und noch ein paar abschließend noch ein paar Hinweise geben. Gerne können noch weitere Fragen dann im Anschluss oder noch gestellt werden. Ein Hinweis von mir bloß. Das nächste Meetup ist gesetzt, der Termin auch. Ich sagte es vorhin schon, 6. Juni, der erste Mittwoch, immer 19 Uhr, diesmal noch als Online-Meetup. Thomas Heilmann hatten wir schon mal ganz am Anfang erwähnt. Es wird auch wahrscheinlich die Sächsische Staatskanzlei eine Einführung geben. Ob der Minister selber, weiß ich noch nicht. Und wir werden auch ein Update zu zwei großen Blockchain-Programmen des Bundes, die in Sachsen gerade laufen. Das ist die Blockchain-Schaufensterregion Mittweida, 15 Millionen Förderprojekt. Und neu ID Ideal, wo es um digitale Identitäten geht, die meistens auf Blockchain basieren, einen ersten Aufschlag geben, wo beide Projekte auch nochmal dargestellt werden. Und es wird auch, Blockchain läuft über Intensivierung. Im nächsten Meetup wird es ein von der Volksbank Mittweida gesponsertes Quiz geben mit wertvollen Preisen. Also, ihr seid alle herzlich ganz eingeladen. Ganz kurz, Ralf, ich glaube, das ist der 2. Juni, oder? Der Mittwoch, der 2. Juni ist das, nicht der 6. Oh ja, das wäre ich. Also nicht, dass die Kollegen sich dann Sonntagabend hinsetzen? Ja, nee, Mittwoch, Mittwoch, 2. Juni. Oh je, ja, danke für die Hinweis. Ist mir gerade zufällig aufgefallen, ich hätte es auch fast nicht gemerkt, aber genau, also wie gesagt, der erste Mittwoch im Monat, da seid ihr dann Juni, genau an der richtigen Stelle. Gut. Ich ändere das noch. Die Folien werden ja auch im Nachhinein im Slack-Channel bereitgestellt. Hier nochmal der Hinweis, der Podcast, da werden in der nächsten Zeit weitere interessante Folgen zu DeFi und DeFi und Krypto im Allgemeinen, die Entwicklung kommen. Und am Schluss auch nochmal hier unsere Links. Vielleicht noch zwei oder Diskussionen. Wir haben, sagte ich ja schon, eine Blockchain-Meetup 47 ist auch schon gesetzt, One Inch. Das wird im Juli, erster Mittwoch im Juli stattfinden. Und Auswahl der Themen. Wenn jemand von euch, von den heutigen Teilnehmern, interessante Ideen zu weiteren eigenen Vorträgen oder sagt, ja, wir wollen diese und diese Themen bitte mal hören, auf der Meetup-Seite, heute sind weitere Themen unten verlinkt. China könnte ein Thema sein, Blockchain und China, da bin ich zurzeit am Blockchain-Service-Netzwerk dran, habe den ersten Kontakt, muss das aber vertiefen für die Zukunft. DeFi nochmal ein Update und wenn jemand von euch Interesse hat oder interessante Projekte vorstellen möchte, gerne macht uns Vorschläge, sendet uns diese zu. So,
Ja, nochmal die abschließende Frage oder vielleicht Zwischenfrage, abschließende Frage. Gibt es jetzt von meinen Mitmoderatoren, Mitorganisatoren oder von Christoph noch weitere oder Anmerkungen oder hat noch jemand abschließende Fragen? Dann ist jetzt der Zeitpunkt, die zu stellen. Ich wollte noch einen kleinen Hinweis geben in Bezug auf die Blockchain-Schaufensterregion mit Weida. Wir haben dann ein Edutainment-Tool entwickelt, bei dem man sein Blockchain-Wissen testen kann und gleichzeitig an einer Umfrage teilnimmt. Es geht darum, die Blockchain-Breitenkompetenz zu messen. Und wenn ihr da mitmacht, dann würdet ihr der Blockchain-Schaufensterregion mit Weida sehr helfen. Vielen Dank. Ja, kannst du oder können Sie bitte hier den Link mal teilen? Wir würden diesen Link dann, wie man auf diese Das ist der I40 Blockchain-Kompetenz-Link, genau. Ah ja, okay. Ja. Wir würden das dann auch gerne nochmal bei uns im Slack teilen. Ich würde das auch im Bundesblock teilen. Bundesblock ist der Lobbyverein des Blockchain-Bundesverbandes. Dort sind, glaube ich, mehr als 8000 Mitleser angemeldet. Und wer natürlich das kann jeder woanders auch überall teilen. Bitte helft damit auch der Blockchain-Schaufensterregion beziehungsweise mit der Umfrage. Bildung ist notwendig und Information auch. Ja, Alex Kühne. Ja, soll ich noch was sagen? Noch ein paar abschließende Worte. Das mache ich natürlich gerne. Erstmal nochmal danke an Christoph, super Input. Also wie gesagt, ich hatte ja am Anfang im Vorgespräch schon gesagt, die Erwartungshaltung war natürlich hoch. Dennoch denke ich, wie gewohnt, super spannend und die Erwartung erfüllt. Wir freuen uns schon dann aufs nächste Update, wenn es wieder darum geht, vielleicht, wie sich das entwickelt hat, vielleicht auch, wie hieß der Kollege vorhin aus dem Ethereum-Team, ne, gerne auch mal von anderen. So eine Community lebt richtig. Natürlich immer auch davon, dass da sich jeder mit ein bisschen einbringt und wenn das aus anderen Meetups, aus anderen Bereichen irgendwie ist, dann umso schöner. Vielleicht auch mal was von Blockchain LLC. Genau, das wäre das nächste gewesen. Dass vielleicht dann auch mal ein Update ist, wie quasi dann auch die Projekte, die ihr als Locket jetzt bei Blockchains LLC umsetzt, vorangehen. Die vielleicht gemeinsam auch mit Thomas, wenn der dann noch ein bisschen weiter ist, Thomas Müller, die jetzt auch Teil der Blockchains-Familie, kann ich fast schon sagen, sind. Genau, das war es erstmal von heute.